herzlich begrüßen zu unserer 121. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat. Heute zum Antrag der FDP-Fraktion auf der Bundestagsdrucksache 19-23695 unter dem Stichwort Überwachungsgesamtrechnung. Ich möchte mich bei allen Sachverständigen herzlich bedanken für ihre Stellungnahmen und ihre Bereitschaft, dem Ausschuss auch mit ihrer Expertise zur Verfügung zu stehen. Ich darf ganz herzlich auch noch für das BMI Herrn Regierungsdirektor Becker begrüßen. Habe an die zugeschalteten Mitglieder die Bitte, ihre Mikrofone auszuschalten. Ich höre nämlich immer noch was, sodass wir wirklich auch keine Nebengeräusche haben. Die Anhörung ist angesetzt auf das Zeitfenster von 13 bis 15 Uhr. Auch diese Anhörung wird wie üblich live im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages übertragen und auch auf der Homepage, später dann über die Mediathek des Deutschen Bundestages der Öffentlichkeit zum Abruf bereitgestellt. Es wird ein Wortprotokoll angefertigt, das auch zusammen mit den schriftlichen Stellungnahmen und der Gesamtdrucksache ins Internet eingestellt wird und Ihnen auch vorab zur Korrektur übersandt wird. Beim Versand werden Ihnen dann auch die Details der Möglichkeiten mitgeteilt. Von dem Prozedere her ist es auch in dieser Anhörung so, dass wir den Sachverständigen die Möglichkeit geben, zunächst ein 5-minütiges Eingangsstatement abzugeben. Ich bitte auch darum, dieses Zeitfenster einzuhalten, zumindest in etwa. Ich werde so nach kurz um die 5 Minuten herum mich immer mal rühren, wenn man bis dahin nicht fertig sein sollte. Das dient auch den Kolleginnen und Kollegen dazu, möglichst ihre Fragen in 2 Fragerunden stellen zu können. Nachdem Sie Ihre Eingangsstatements abgegeben haben, werden auch erstmal alle Fraktionen in der ersten Fragerunde ihre Fragen stellen. Danach kommt dann die Beantwortung durch die Sachverständigen und dann gegebenenfalls noch eine 2. Fragerunde. Bei den Fragen gilt in der ersten Runde Folgendes. Jeder Fragesteller hat entweder 2 Fragen an einen Sachverständigen, eine gleiche Frage an 2 Sachverständige oder an 2 Sachverständige jeweils eine unterschiedliche Frage. Wie wir in der zweiten Runde verfahren, das machen wir abhängig von dem dann noch vorhandenen Zeitfenster. So, wenn ich jetzt nichts vergessen habe und keiner mehr Fragen hat, auch nicht von denjenigen, die zugeschaltet sind, dann würden wir beginnen, in dem Fall mit Herrn Sachverständigen Bremert, der uns per Video zugeschaltet ist. Herr Bremert, bitte. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Benjamin Bremert, also kurz vielleicht ein Satz zu mir. Ich bin juristischer Mitarbeiter beim Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein. Das ist hier in Schleswig-Holstein die Aufsichtsbehörde. Bin da aber im Projektbereich tätig in einem Drittmittelprojekt, das ist das Forum Privatheit und das ist ein interdisziplinärer Think Tank zum Thema Datenschutz. Genau, deswegen, ich werde heute mich so ein bisschen äußern zur Überwachungsgesamtrechnung allgemein. Da haben wir uns im Rahmen des Forum Privatheit in der Vergangenheit 2-mal mit beschäftigt, ich und meine Kollegen. Und um so ein bisschen den Hintergrund zu erklären, dass dieses Prinzip basiert letzten Endes auf dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung. Da hat das Bundesverfassungsgericht in einem relativ kleinen Teil ausgeführt, dass der Gesetzgeber vor dem Hintergrund einer Vielzahl verschiedener Datensammlungen bei der Erwägung neuer Speicherungspflichten und Berechtigung zu größerer Zurückhaltung gezwungen sei. Was ist damit begründet, dass es zur verfassungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik gehöre, dass die Freiheitswahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger nicht total erfasst werde. Daraus hat sich dann in der Literatur durch maßgeblich Professor Rossnagel dieser Begriff der Überwachungsgesamtrechnung entwickelt, also im Prinzip eine allumfassende Berücksichtigung verschiedener Überwachungsmaßnahmen, die so existieren. Und er hat dann quasi als Umsetzung, als Vorschlag der Umsetzung ein System vorgeschlagen der doppelten Verhältnismäßigkeit, also einmal, dass die konkrete Maßnahme in ihrer Verhältnismäßigkeit beurteilt würde und die Verhältnismäßigkeit der Gesamtüberwachung. Genau, letztendlich
baut das so ein bisschen auf diesem dogmatischen Konstrukt der kumulativen oder additiven Grundrechtseingriffe auf, die sich so in den letzten Jahren entwickelt haben. Und wir haben uns im Wesentlichen dieses Modell angeschaut und oder den grundsätzlichen Gedanken und drei Probleme herausgearbeitet. Das ist einmal natürlich die Implementierung konkret und die Qualifikation der zu berücksichtigenden Gesetze und Maßnahmen. Bei Gesetzen ist es natürlich ja, leichter, da kann man die Gesetze zusammensammeln aufgrund Lage derer mögliche Freiheitseinschränkungen basieren. Die Maßnahmen, was irgendwie auch logisch ist, man muss teilweise im konkreten Einzelfall sehen, wie werden Gesetze angewandt. Und ohne diese Berücksichtigung kann man letztendlich eigentlich keine umfassende Sicht oder Bewertung erstellen. Das zweite oder das wesentliche Problem an zweiter Stelle ist dann die Bewertung dieser ganzen Maßnahmen und Gesetze. Das letztendlich basiert darauf, dass man ja kein pseudomathematisches Modell für die Schwere von Grundrechtseingriffen erstellen kann. Von daher scheidet das aus unserer Sicht aus. Bei abstrakten Erwägungen ist eben das Problem, dass sie immer ein Stück weit der freien Interpretation zugänglich sind. Also das heißt, im Ergebnis müsste es irgendein Modell geben, was wir im Rahmen dieser dieses Anschauens, dieses Modells natürlich noch nicht entwickelt haben, aber es müsste ein Modell geben, was quasi vor dem Hintergrund eines vergleichbaren Tatbestandes immer zum selben Ergebnis führt. Genau. Und wir haben dann als Implementierung, weil ein Kritikpunkt an diesem Modell der doppelten Verhältnismäßigkeit war eben, dass nicht klar ist, zu welchem Ergebnis das im Einzelfall führen kann. Weil möglicherweise, wenn man an dem Punkt ist und sagt, man hat das Gesamtmaß der Überwachung überschritten, was bedeutet das? Also ich kann natürlich die konkrete Maßnahme möglicherweise nicht ergreifen, aber ich fällt dann praktisch die gesetzliche Grundlage runter, auch wenn sie möglicherweise nicht die neueste gesetzliche Grundlage ist. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen haben wir, um zumindest den Aspekt so ein bisschen aufzugreifen, die Gesetzes-DSFA oder Gesetzesdatenschutzfolgenabschätzung in Anlehnung aus der Datenschutzfolgenabschätzung aus der Datenschutzgrundverordnung genommen und im Prinzip vorgeschlagen, eine Gesetzesdatenschutzfolgenabschätzung bereits im Gesetzgebungsprozess zu implementieren und die dann so aufzubauen, dass sie quasi immer wieder in regelmäßigen Abständen jedenfalls oder wenn es Anlässe gibt, wiederholt wird und innerhalb dieser Datenschutzfolgenabschätzung eben möglicherweise betroffene Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen berücksichtigt werden und im Ergebnis festgestellt werden kann, ob ja möglicherweise die Freiheitswahrnehmung als Ganze irgendwann zu einem zu hohen Maße erfasst wird. Genau, das wäre es von mir. So, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Dann haben wir als nächstes Herrn Kälber, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Es werden immer wieder Forderungen erhoben, Sicherheitsgesetze zu ändern. In der Regel heißt das, sie zu erweitern. Und Anlass sind nicht selten einzelne Ereignisse, die große Aufmerksamkeit erregen. Schnelle Forderungen nach neuen Eingriffsbefugnissen, nach neuen Datenverarbeitungen sind aber gefährlich. Es bedarf einer Bestandsaufnahme, was bereits vorhanden ist und wie das gemeinsam zusammenwirkt. Vor allem wären natürlich Maßnahmen, die in Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eingreifen, ohne aber die Sicherheitslage zu verbessern oder auch in der Praxis den Sicherheitsbehörden zu helfen, entsprechendes Problem. Ich bin deswegen dankbar, dass sich der Bundestag des Themas annimmt, um die Evaluierung von Gesetzen als Grundlage seiner Entscheidungen weiterzuentwickeln. Die Sicherheitsbehörden haben in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich erweiterte Befugnisse erhalten. Seit 9/11 ist diese Liste beachtlich. Nach unserer Auswertung besteht sie aus 121 Vorhaben. Bereits vorher gab es Verschärfungen. Und wir erleben, dass das Bundesverfassungsgericht immer häufiger urteilt, dass Vorschriften enger gefasst werden müssen, weil die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern negativ betroffen sind.
Es ist ja sichtlich, dass wir eine Gesetzgebung, Behördenpraxis benötigen, die sich an sorgfältig durchdachten und die Grundrechte schützenden Konzepten orientieren kann, die alle Zusammenhänge in den Blick nehmen und nicht nur mit der jeweils geforderten Einzelbefugnis sich beschäftigen kann. Und deswegen wäre es natürlich wichtig zu vermeiden, isoliert auf Einzelanlässe zu reagieren, ohne Zusammenhänge und Wechselwirkungen mit anderen Vorschriften und Regelungsbereichen, technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Blick zu behalten. Es darf nicht der Eindruck entstehen, es solle schnell ein Lösungsansatz präsentiert werden, um auch die Diskussion über Versäumnisse, Vollzugsdefizite oder vielschichtigere Ursachen zu meiden. Wir haben gerade auch in den letzten Jahren erlebt, dass die Ruhe, die für eine solche Beratung notwendig ist, auch bei Beratungsfristen nicht gewahrt wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat aber dem Gesetzgeber mit seinen Entscheidungen, vor allem auch zur Vorratsdatenspeicherung, auferlegt, den Stand der eigenen Gesetzgebung in diesen Bereichen regelmäßig zu beobachten. Insbesondere ist es dem Gesetzgeber verwehrt, mit neuen Vorschriften auf eine möglichst flächendeckende, vorsorgliche Speicherung aller für die Strafverfolgung oder Gefahrenprävention nützlichen Daten zu zielen. Er muss regelmäßig darauf achten, keinen derartigen Zustand herbeizuführen und auch darauf achten, dass es nicht durch die Verkettung verschiedenster Vorschriften und Befugnisse geschieht. Das ist gemeint mit der Überwachungsgesamtrechnung, wie sie Professor Rossnagel angesprochen hat, der übrigens in Kürze sein neues Amt als hessischer Landesdatenschutzbeauftragter antreten wird. Eine solche Überwachungsgesamtrechnung ist bisher nicht durchgeführt worden. Sie setzt voraus, dass die Wirkung von Überwachungsmaßnahmen empirisch ausgeleuchtet werden. Sie muss durch eine unabhängige Stelle durchgeführt werden und wissenschaftlich fundiert. Evaluierungen, in denen sich die Verantwortlichen selbst ein Zeugnis ausstellen, erfüllen diese Kriterien nicht. Und kritisch zu beurteilen sind auch Evaluierungen, bei denen nur allgemein Bewertungen oder Erfahrungen abgefragt werden. Nein, es braucht wissenschaftliche Methoden und empirische Belastbarkeit. Deswegen gehörten einer solchen Evaluierung zunächst die gesetzgeberischen Ziele in den Blick, dann die Vollzugspraxis damit abgeglichen werden und gefragt werden, sind diese Ziele eigentlich erreicht worden? Sind die bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschöpft worden? Können sie überhaupt ausgeschöpft werden? Und dann diese gesamten Regelungen übergreifend in den Blick zu nehmen. Ziel der vom Bundesverfassungsgericht vorgesehenen Überwachungsgesamtrechnung ist allerdings in erster Linie der Grundrechtsschutz. Und deswegen ist es wichtig zu fragen, welche Auswirkungen gesetzliche Regelungen, wie auch die Vollzugspraxis auf die Bürgerrechte und auf die Freiheit haben, für die der Datenschutz steht. Und dort ist die Gesetzgebung, die Behördenpraxis, auch die technologische Weiterentwicklung. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben vorher ein Überschaubild. Durch bessere Technik ist es dann aber möglich, Einzelauswertungen der Personen in diesem Bereich vorzunehmen. Wichtig. Das fehlt bisher und wäre mit einer Überwachungsgesamtrechnung in Zukunft möglich, würde den Vorgaben des Verfassungsgerichtes entsprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Kelber. Als nächstes bitte Herr Professor Möstl. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, ich beschränke meine Stellungnahme auf die Fragen, ob es eine verfassungsrechtliche Pflicht gibt, eine Überwachungsgesamtrechnung durchzuführen, sowie ob das angeregte Sicherheitsgesetz-Moratorium mit den Schutzpflichten vereinbar ist. Zunächst zur Überwachungsgesamtrechnung, hierzu vier Punkte. Erstens, Teilaspekte von dem, was mit der Überwachungsgesamtrechnung angestrebt wird, sind seit jeher selbstverständlicher Bestandteil der grundrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung, ohne dass es hierzu besonderer Vorkehrungen bedürfte. Denn in Bezug auf jede zusätzliche Maßnahme muss im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung gefragt werden, ob sie auch angesichts der bereits ergriffenen Maßnahmen wirklich erforderlich und zumutbar ist. Hierbei lässt sich bis zu einem gewissen Grade durchaus auch das Problem des sogenannten additiven Grundrechtseingriffs, das heißt des Zusammenwirkens der Ermittlungsmaßnahmen verschiedener Behörden, bewältigen. Zweitens. Der Anspruch der sogenannten Überwachungsgesamtrechnung geht jedoch weit darüber hinaus. Das, was eine traditionelle, punktuelle Grundrechtsprüfung zu leisten imstande ist,
soll bewusst überschritten und in eine neuartige Globalperspektive überführt werden. Gefragt werden soll nicht mehr nur, ob eine bestimmte Maßnahme eines bestimmten Kompetenzträgers angesichts ihres Zwecks und des durch sie bewirkten Grundrechtseingriffs verhältnismäßig ist, vielmehr sollen sämtliche staatliche Überwachungsmaßnahmen aller möglichen Kompetenzträger, die diese zu allen möglichen Zwecken durchführen und durch die alle möglichen Grundrechte berührt werden, in einer Globalperspektive zusammengerechnet und zur grundrechtlichen Belastung der gesamten Bevölkerung ins Verhältnis gesetzt werden. Mit diesem entgrenzten Ansinnen sprengt die Idee der Überwachungsgesamtrechnung das, was einer rationalen juristischen Prüfung zugänglich ist. Was soll bei der Überwachungsgesamtrechnung abgewogen werden? Etwa die Freiheit aller gegen die Sicherheit aller? Auf welches verfassungsmäßige Recht soll sich die Prüfung beziehen? Auf die Summe der Grundrechte aller? Mit welchen Zwecken sollen die grundrechtlichen Belastungen ins Verhältnis gesetzt werden? Die Summe aller legitimen Zwecke der gesamten deutschen Sicherheitsarchitektur? Die Idee der Überwachungsgesamtrechnung lässt sich nicht in einer handhabbaren Weise dogmatisch operationalisieren. Davon bin ich fest überzeugt. Daher kann es auch nicht verwundern, dass weder in der Verfassungsjudikatur noch in der Literatur eine greifbare und halbwegs konsensfähige Doktrin zur Idee der Überwachungsgesamtrechnung existiert. Drittens. Die Idee der Überwachungsgesamtrechnung stößt darüber hinaus auf ein strukturelles Hindernis. Dass die Überwachungsbefugnisse auf verschiedene Kompetenzträger verteilt sind, hat auch einen freiheitsschützenden Zweck. Verhindert werden soll, dass eine einzige Stelle sozusagen alles über den Bürger weiß. Es ist nur folgerichtig, dass es für die Informationsweitergabe zwischen diesen unterschiedlichen Stellen anspruchsvolle grundrechtliche Maßgaben gibt. Und teilweise gilt sogar ein informationelles Trennungsprinzip. Die Idee der Überwachungsgesamtrechnung steht dazu in einer strukturellen Spannungslage. Sie setzt, indem sie die von unterschiedlichen Kompetenzträgern getroffenen Maßnahmen zusammenrechnen will, nämlich etwas voraus, was es in unserem Rechtsstaat nicht gibt und nicht geben darf. Einen bei einer Stelle zusammenlaufenden Gesamtüberblick über sämtliche Ermittlungsmaßnahmen. Die Idee der Überwachungsgesamtrechnung birgt so auch ein erhebliches datenschutzrechtliches Risiko. Viertens. Gegen die Idee der Überwachungsgesamtrechnung spricht schließlich, dass grundrechtliche Gesamtbelastungsrechnungen auch in anderen Teilrechtsgebieten keine Anerkennung gefunden haben. Im Steuerrecht beispielsweise ist die auf die steuerliche Gesamtbelastung bezogene Idee des sogenannten Halbteilungsgrundsatzes vom Bundesverfassungsgericht letztlich verworfen worden. Auch ansonsten bleibt es bei punktuellen Grundrechtsprüfungen. Würde man nun, wie gefordert, singulär nur für den Bereich der staatlichen Überwachung dennoch eine Gesamtrechnung verlangen, so würde das der Tendenz Vorschub leisten, das Überwachungsrecht einer sonderrechtlichen Behandlung zuzuführen, die normale grundrechtliche Maßstäbe zunehmend hinter sich lässt. Tendenzen dahin sind ohnehin bereits erkennbar. So findet sich das Recht der sicherheitsbehördlichen Überwachungseingriffe bereits jetzt einem ganz ungewöhnlich dichten Netz an verfassungsrechtlichen Vorgaben gegenübergestellt, die das moderne Sicherheitsrecht teilweise an den Rand des Normierbaren gebracht haben. Das Ergebnis lässt sich an jedem Polizeigesetz ablesen, während selbst tiefgreifendste klassische Polizeieingriffe mittels knapp gehaltener, teilweise generalklauselartiger Eingriffsbefugnisse bewältigbar bleiben, bedürfen Datenerhebungseingriffe ausführlichster, teilweise seitenlanger Ermächtigungsgrundlagen. So dicht ist das Netz der Vorgaben. Ich halte das für eine problematische Entwicklung und kann nur davon abraten, den Weg der grundrechtlichen Sonderdogmatik für Überwachungseingriffe noch weiter voranzutreiben. Zuletzt zum vorgeschlagenen Sicherheitsmoratorium. Die grundrechtlichen Schutzpflichten verlangen vom Gesetzgeber, die grundrechtlichen Schutzgüter insbesondere auch vor rechtswidrigen Angriffen Dritter zu schützen. Dies kann auch Überwachungsmaßnahmen erfordern. Verletzt sind grundrechtliche Schutzpflichten jedenfalls bei gänzlicher Untätigkeit des Gesetzgebers. Nun wird man sicher nicht behaupten können, dass jede neue Gefährdungslage auch neuartige gesetzliche Ermächtigungen erfordert. Ein Sicherheitsgesetzmoratorium, das sich etwa notwendigen Weiterentwicklungen der Überwachungsbefugnisse prinzipiell verschließt, steht jedoch in der Gefahr einer strukturellen Schutzpflichtverletzung durch selbst auferlegte Untätigkeit. Die Schutzpflichten verlangen zumindest die prinzipielle Bereitschaft, sich mit neuartigen Gefährdungslagen auseinanderzusetzen und sich ergebnisoffen die Frage vorzulegen, ob das bestehende gesetzliche Instrumentarium ausreicht. Ein Moratorium steht dazu in einem strukturellen Widerspruch
und erscheint vor den grundrechtlichen Schutzpflichten daher nicht unproblematisch. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt Herr Professor Löffelmann an die Reihe, den ich vorher übergangen hatte. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Ich muss ehrlich gesagt gerade etwas gegen ein latentes Gefühl eines Hochstapler-Syndroms ankämpfen, wenn ich mich frage, welche Eigenschaften eigentlich eine sachverständige Person mitbringen müsste, um zu dieser weiten Thematik der Überwachungsgesamtrechnung sachverständig Auskunft geben zu können. Also diese Person müsste in allen Bereichen des Sicherheitsrechts bewandert sein. Sie müsste natürlich Verfassungsrecht können, einen wissenschaftstheoretischen Hintergrund am besten haben, Mathematiker sein und zugleich Psychologe. Ich sage das, um zu verdeutlichen, was für ein ambitioniertes Projekt eigentlich hinter diesem Begriff der Überwachungsgesamtrechnung sich verbirgt und dass das also ein dickes Brett ist, das man bohren muss, wenn man es ernsthaft in Angriff nimmt, was sich sicher lohnt. Und dass es sich andererseits aber nicht eignet, um als Schlagwort missbraucht zu werden. Gestatten Sie mir, dass ich mein Eingangsstatement nutze, um die Möglichkeiten und Grenzen einer Überwachungsgesamtrechnung in 10 Thesen auszuloten. Erstens. Bei dieser Thematik ist meines Erachtens zwischen einem konkret personenbezogenen, das ist die Kumulationsproblematik, eine einzelne Person betreffend, die von Überwachungsmaßnahmen betroffen ist, und einem gesamtgesellschaftlichen oder nennen wir es abstrakt soziologischen Ansatz zu unterscheiden. Zweitens, ein Verfahren zur Gesamtbilanzierung des Eingriffsgewichts mehrerer Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich einer bestimmten Person, also die Kumulierungsproblematik, dürfte meines Erachtens nur schwer zu realisieren sein. Denn Voraussetzung hierfür wäre ein Datenverbund aller Sicherheitsbehörden. Die zur Überprüfung der Durchführung von Maßnahmen bei anderen Behörden erforderlichen Datentransfers würden aber zugleich einen zusätzlichen Grundrechtseingriff bewirken. Sofern mehrere Maßnahmen gegen eine Person bei derselben Behörde ergriffen werden, entspricht eine kumulierte Verhältnismäßigkeitsprüfung hingegen bereits geltendem Recht. Behördenübergreifend dürfte das nur sehr schwer zu realisieren sein. Drittens, in ihrer abstrakt soziologischen Dimension eröffnet die Idee einer Überwachungsgesamtrechnung meines Erachtens sehr interessante Forschungsansätze, aus denen sich für gesetzgeberische Abwägungsentscheidungen wichtige Erkenntnisse generieren lassen. Eine hierfür erforderliche Methodik ist allerdings bisher nicht im Ansatz vorhanden. Von dem mir bislang nicht bekannten brandneuen Objekt des Projektes MPI Freiburg einmal abgesehen. Ich freue mich gleich auf die Vorstellung dieses Projekts durch Herrn Professor Poscher. Viertens. Voraussetzung wäre in methodischer Hinsicht zunächst eine Gesamterhebung der zur Verfügung stehenden Überwachungsbefugnisse in normativer Hinsicht. Aufgrund der zerfaserten Rechtslage im Bund und Ländern und dem dynamischen und sich wandelnden Zusammenspiel von Befugnisgeneralklauseln und Standardbefugnissen stellt bereits dieser erste Schritt eine sehr große Herausforderung dar. Fünftens, weiter müsste auf einer rechtstatsächlichen Ebene untersucht werden, in welchem Maße von den Befugnissen tatsächlich Gebrauch gemacht wird. Derzeit stehen statistische Daten insoweit nur teilweise zur Verfügung. Erforderlich wäre eine möglichst lückenlose Erfassung der Rechtsanwendung. Denkbar, ich habe das in meiner schriftlichen Stellungnahme angesprochen, wäre in diesem Zusammenhang auch die Errichtung einer öffentlichen Stelle für Rechtstatsachenforschung, die diese Aufgabe übernimmt und proaktiv angeht, um dann im Zuge von Gesetzgebungsverfahren sprachfähig zu sein und die erforderlichen Informationen bereitstellen zu können. Sechstens. Da die tatsächliche Belastung durch Überwachungsmaßnahmen nicht mit der Belastungswahrnehmung, also einem Gefühl des Überwachtwerdens, das ist ja der Terminus, der vom Bundesverfassungsgericht, auch vom EuGH immer wieder benutzt wird,
Da diese beiden Aspekte nicht miteinander korrespondieren, müsste ferner die Ausprägung tatsächlich existierender Einschüchterungseffekte und deren Zuordnung zu staatlichen Überwachungsaktivitäten untersucht werden. Solche Chilling Effects stellen in einer Überwachungsgesamtrechnung dann einen Belastungsparameter neben anderen dar, denn der Einschüchterungseffekt ist ja eine reale Folge von Überwachungsbefugnissen, wenngleich vermutlich nicht direkt proportional zu diesen. Siebtens, zu überlegen wäre außerdem, ob private Stellen zuzurechnende informationelle Eingriffe berücksichtigt werden müssten. Dabei ist meines Erachtens aber schwierig zu beantworten, ob sich hoheitliche und private Verantwortlichkeiten für ein Gefühl des Überwachtwerdens überhaupt ausreichend trennscharf unterscheiden lassen. Achtens, außer Betracht gelassen werden, müssten wohl hoheitliche Überwachungsmaßnahmen im Ausland, wir hatten heute schon darüber gesprochen, im Zusammenhang mit der Ausland-Fernmeldeaufklärung, eine globale Gesamtbetrachtung der Überwachungsbelastung erscheint angesichts der unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Überwachung und daraus resultierenden fehlenden Vergleichbarkeit verschiedener Regionen meines Erachtens kaum möglich und wäre für den deutschen Rechtsraum auch nicht aussagekräftig. Neuntens, sind alle für eine Gewichtung maßgeblichen Faktoren bekannt, könnten diese im Sinne einer rationalen Erwartung des Grundrechtsträgers von Überwachungsmaßnahmen betroffen zu werden, mathematisch zusammengeführt werden. Dabei könnte sogar eine auf bestimmte soziale Gruppen bezogene Binnendifferenzierung stattfinden. Zehntens, dieses Gewicht der Überwachungsbelastung müsste in einem letzten Schritt zum Gewicht der damit verfolgten hoheitlichen Zwecke in Relation gesetzt werden. Allerdings ist die Krux, über eine entsprechende Abwägungsmethodik verfügt die Rechtswissenschaft und auch die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung derzeit noch nicht. Zusammenfassend erscheint mir das Projekt einer Überwachungsgesamtrechnung aus rechtswissenschaftlicher Sicht sehr interessant, aber auch hoch ambitioniert. Ein solches Projekt könnte nur sehr langfristig realisiert werden. Jedoch ein solches Projekt zur leistenden Gewichtung der realen Eingriffsintensität von Befugnissen wäre allerdings für künftige gesetzgeberische Entscheidungen eine wichtige Erkenntnisgrundlage. Und auch für die bislang ungelöste Problematik der Datentransfers ließen sich aus einer solchen Gewichtung wertvolle Ansätze gewinnen. Ich sehe in einem Projekt der Überwachungsgesamtrechnung insgesamt gewissermaßen ein Korrelat zu der durch die Digitalisierung vorangetriebenen Erweiterung von Überwachungsbefugnissen. Mit anderen Worten, man sollte auch die durch die Digitalisierung zu Verfügung stehenden Möglichkeiten der Überwachung nutzen. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, war ich schon sehr großzügig. Einen letzten Satz bitte. Stand heute stellt der Begriff der Überwachungsgesamtrechnung lediglich ein programmatisches Schlagwort dar. Notwendige Reformen im Sicherheitsbereich können auf dieser Grundlage meines Erachtens nicht suspendiert werden, aber das Projekt einer Überwachungsgesamtrechnung kann durchaus Teil solche Reformen sein. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. So, dann kommen wir jetzt zu Herrn Professor Poscher, der, glaube ich, mit uns den Bildschirm teilt. Wo ist er? Wir brauchen noch den Ton. Da kriegen Sie. Jetzt. So, hören Sie mich jetzt? Jetzt hören wir Sie gut. Schon mal. Wunderbar. Ja, gut. Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, aus Zeitgründen möchte ich mich auf die Frage der Überwachungsgesamtrechnung konzentrieren. Und nach einer ersten Lektüre der bisherigen Literatur zum Thema hatte ich einen ähnlich skeptischen Eindruck, wie manche meiner geschätzten Kollegen in ihren Stellungnahmen bereits kundgetan haben. Die bisherigen Überlegungen schienen mir zu vage, es ist nicht absehbar, wie sie sich operationalisieren lassen. Doch es gibt für einen kleinen Ausschnitt der Überwachungslandschaft ein Monitoring-Instrument, das mich immer schon beeindruckt hat und das sich konzeptionell für eine Gesamtüberwachungsrechnung benutzen könnte als Modell. Für die Telekommunikationsüberwachung hat der Bundestag bereits 2008 eine Änderung der Strafprozessordnung beschlossen, die die Staatsanwaltschaften dazu verpflichtet, ihre Überwachungsanordnungen dem Bundesamt für Justiz zu melden.
Die Grundidee eines Überwachungsbarometers besteht jetzt darin, entsprechende Zahlen auch zu anderen Überwachungsinstrumenten zu erhalten, die sich dann einerseits zu einem Gesamtwert aggregieren, andererseits aber auch in großer Komplexität und Detailschärfe ausfalten lassen. En miniature kann ich Ihnen das einmal mit den Zahlen des Bundesamts zeigen, wie so etwas in etwa aussehen könnte. Und jetzt versuche ich mal schon zu teilen. Ja. Hier haben wir die Zahlen der Jahre 2008 bis 2019 und bei den aggregierten Daten sehen wir eine gegenläufige Entwicklung der Zugriffe auf die Verkehrs- und Inhaltsdaten durch die Staatsanwaltschaften. Wenn man die Abhöranordnungen wegen der größeren Intensität des Eingriffs einmal mit dem Faktor 3 gewichtet, das ist relativ gegriffen, lassen sich aus den Zahlen kleine Telekommunikationsüberwachungsbarometer basteln, die dann etwa so aussehen würden. Es zeigt sich also eine relativ gleichbleibende Belastung über den Erhebungszeitraum. Man kann die Zahlen aber auch länderspezifisch ausfalten. Man sieht dann etwa, dass in Hessen im Jahr 2019 600% mehr Telekommunikationsüberwachung pro Einwohner stattgefunden haben als in Nordrhein-Westfalen. An den Grundgedanken dieses Monitoring anknüpfend, kann man sich jetzt auch für andere Datenbestände, in denen jedermanns Daten gespeichert sind, entsprechende Zugriffe der Sicherheitsbehörden ansehen. Als Beispiel habe ich Ihnen einmal einen weniger diskutierten Fall der Vorratsdatenspeicherung mitgebracht, anhand dessen sich die 5 Schritte erläutern lassen, die zur Entwicklung eines Überwachungsbarometers führen können. Aufgrund der Richtlinien der EU sieht das Geldwäschegesetz eine 5-jährige anlasslose Speicherungsfrist für Finanzdienstleister für umfangreiche Finanzdaten von jedermann vor. Der erste Schritt bei der Erstellung eines Überwachungsbarometers besteht also darin, die für das Barometer zu berücksichtigenden Datensammlungen gleichsam die Honigtöpfe zu identifizieren. In einem zweiten Schritt kann man sich dann ansehen, welche Sicherheitsbehörden nach welchen rechtlichen Grundlagen Zugriff auf diese Daten haben. Da sieht man, dass es keineswegs nur die Financial Intelligence Unit beim Zoll ist, die auf Finanzdaten zugreifen kann, sondern auf verschiedenen Wegen grundsätzlich alle Sicherheitsbehörden. Wenn man die rechtlichen Zugriffspfade nun ermittelt hat, geht es in einem dritten Schritt darum, entsprechend spezifische Zugriffszahlen zu bekommen. Hier sind wir bislang für die Finanzdaten auf wenig systematische Daten angewiesen, aber es findet sich durchaus einiges. Interessant sind etwa die Daten zu den proaktiven Meldungen der Finanzdienstleister an die Financial Intelligence Unit. Man sieht hier eine mehr als 10-fache Steigerung der Meldungen, was etwa die Frage aufwirft, ob die Finanzdienstleister im Rahmen eines sogenannten Defensive Reporting nicht ein wenig zu großzügig mit den Daten ihrer Kunden umgehen und ob die Financial Intelligence Unit überhaupt in der Lage ist, 120.000 meist höchst umfangreiche Datensätze zu bearbeiten. Doch nicht nur die proaktiven Meldungen steigen exponentiell, sondern auch die verdeckten Abrufe der Bestandsdaten, zu denen wir auch Zahlen haben. Hier sind die Daten aber insoweit für uns noch etwas unsauber, da die Zugriffe der Staatsanwaltschaften zwar gesondert erfasst werden, die Abfragen der Polizeibehörden aber noch mit denjenigen der Fachverwaltungen vermengt sind. Für ein Überwachungsbarometer müssten Zugriffe auf diese Weise rechtlich rekonstruiert und differenziert erfasst werden. Und jetzt kann ich aufhören, den Bildschirm zu teilen und Sie auch wieder sehen. Ja. In einem vierten Schritt wären dann diese Zugriffe nach verfassungsrechtlichen Kriterien zu gewichten, etwa die Zugriffe auf Inhaltsdaten höher als die auf Verkehrsdaten, die auf Verkehrsdaten höher als die auf Bestandsdaten, die durch verdeckte Erhebungen erworbenen höher als die durch offene und viele andere verfassungsrechtlich abgesicherte Kriterien mehr. So bewertet lassen sie sich dann in einem fünften Schritt in einem Überwachungsindex aggregieren und etwa in Form eines Barometers darstellen. Dies alles setzt aber voraus, dass die Daten bei den Behörden abrufbar sind. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht in seinem jüngsten Beschluss zur Bestandsdatenauskunft
bei etwas eingriffsintensiveren Auskunft verlangen, bereits kraft Verfassung sogar eine detaillierte Dokumentation der Abfragen verlangt. Nichts hindert die Behörden oder den Gesetzgeber, im Interesse der Transparenz der Überwachungspraxis über dieses absolute verfassungsrechtlich zwingende Minimum hinauszugehen und eine einfache Registrierung von Zugriffen nach dem Muster der Strafprozessordnung automatisiert zu ermöglichen. Wenn wir uns als Gesellschaft wirklich für den Stand und die Entwicklung staatlicher Überwachung interessieren und uns ein Bild verschaffen wollen, muss Transparenz über Datenzugriffe durch Daten hergestellt werden. Dass dabei größere Datenmengen generiert und verarbeitet werden müssen, kann bei dem Stand der Datenverarbeitungstechnologie heute kein Hindernis mehr sein. Entgegen meiner ursprünglichen Skepsis glaube ich daher, dass sich ein empirisch geschütztes Bild der Gesamtüberwachungspraxis durchaus erstellen lässt, wenn wir es wollen. Wir können uns natürlich auch dafür entscheiden, nichts zu tun und weiterhin im Überwachungsnebel zu warten. Haben Sie herzlichen Dank. So, vielen Dank, Herr Professor Poscher. Wir haben bis heute Morgen verteilt worden, 9.40 Uhr ist was Sie gerade eben mit uns geteilt haben, Ihre Übersicht, die ist, findet sich. Ja, es sind einige Folien dabei, es war nur zur technischen Absicherung, falls das nicht geklappt hätte. Das wird dann ja auch im Nachgang allen zur Verfügung gestellt. So, nach Herrn Professor Poscher kommt jetzt Herr Professor Schwarz. Ja, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, auch von meiner Seite aus zunächst ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute als Sachverständiger hier zu Ihnen sprechen zu können. Und ich möchte zunächst mal mit einem ganz kurzen praktischen Beispiel anfangen, um Ihnen zu zeigen, dass dem Grunde nach Gedanken wie die einer Gesamtrechnung durchaus ihre Berechtigung haben, dass sie aber in der Umsetzung im Einzelfall auf ganz erhebliche Schwierigkeiten stoßen können. Ich glaube, ein Musterbeispiel, bei dem wir uns alle die Frage stellen müssten, wie sieht eigentlich eine Gesamtrechnung aus, bietet gegenwärtig auch die Corona-Pandemie. Nämlich eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, bei denen wir alle im Einzelfall sagen könnten, sie sind durchaus sachgerecht. Sie sind alle im Einzelfall, verfolgen sie einen legitimen Zweck und dürften sich mit manch Ausnahmen vielleicht, aber doch dem Grunde nach als verfassungsmäßig erweisen. Und trotzdem erleben wir eine Gesamtbetrachtung, die einen jedenfalls, wenn man die Frage vor einem Jahr gestellt hätte, fast erschauern lässt über das Maß an möglichen Grundrechtsbeeinträchtigungen, die auch die Bürger gegenwärtig auszuhalten haben. Also Gesamtrechnungen sind dem Grunde nach denkbar. Aber sie werfen für den heute hier in Rede stehenden Antrag doch erhebliche Fragen auf. Und das kann man auch an einem ersten Beispiel vielleicht schon einmal versuchen zu verdeutlichen. Nämlich die Frage, wie soll eigentlich in Ansehung einer solchen Gesamtbetrachtung das Verhältnis von Parlament auf der einen Seite und Bundesverfassungsgericht auf der anderen Seite unter funktionalrechtlichen Aspekten richtig gewürdigt werden? Soll das Bundesverfassungsgericht befugt sein, eine Maßnahme, die einem Einzelnen als durchaus sinnvoll erscheinen mag, dann sozusagen aus dem Gesamtkontext herauszupicken, müsste ein Beschwerdeführer in Zukunft nicht nur eine Maßnahme angreifen, sondern müsste er unter Umständen die Gesamtheit aller Überwachungsmaßnahmen angreifen? Und die weitere Frage, die sich dann ebenfalls stellt, ist die Frage, unter welchen Kriterien kann denn das Bundesverfassungsgericht tatsächlich auswählen, wann jetzt sozusagen der Tropfen erreicht ist, der das Fass auch dann tatsächlich zum Überlaufen gebracht hat? Bei dem also sich die Frage stellt, ist es jetzt dieser Einzelne, der in der Summe dann zu einer unzulässigen Gesamtbelastung für den Bürger auch führt? Das führt zu einer zweiten Frage, die man sich ebenfalls stellen muss und die meines Erachtens auch in Relation zu der Frage additiver oder kumulativer Grundrechtseingriffe gesetzt werden muss. Nämlich die umgekehrte Frage, die ja auch in dem entsprechenden Antrag zumindest angedeutet ist, wenn es darum geht, Freiheit und Sicherheit zu schützen. Nämlich die Frage auch aufzuwerfen, welchen Wert hat denn dann auch im Rahmen einer Abwägung Sicherheit als gegenläufige Position zur Freiheit? Ist die Sicherheit sozusagen die zwingende Voraussetzung für die Wahrnehmung von Freiheit überhaupt?
Hat sie damit ein mindestens gleich starkes Gewicht? All das sind Fragen, die man im Rahmen einer solchen Gesamtbetrachtung sicherlich auch mit einbeziehen müsste. Ich möchte mich daher im Folgenden ganz kurz, Sie haben ja auch meine ausführliche schriftliche Stellungnahme, die ich jetzt gar nicht wiederholen möchte, vorliegen, noch zu drei Punkten äußern. Das eine ist die Frage des Sicherheitsgesetz-Moratoriums. Hier bin ich in der Tat der Auffassung, dass ein Untätigbleiben des Gesetzgebers, ein Nichtreagieren auf neue Bedrohungslagen letzten Endes fast einem Grundrechtseingriff gleichkommen könnte. Das heißt, der Gesetzgeber kann gar nicht, und der Kollege Mössler hat ja darauf hingewiesen, auf den Aspekt grundrechtlicher Schutzpflichten, man darf ihm ein Tätigwerden überhaupt nicht versagen. Und es ist die ureigenste Aufgabe des Gesetzgebers, sich zu überlegen, wie er auf welche Bedrohungslagen adäquat reagieren möchte. Das zweite, ganz kurz zusammengefasst, ist die Frage Gesetzesfolgenabschätzung auf der einen Seite oder Evaluationspflichten auf der anderen Seite. Eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Evaluation wird sich sicherlich auch nicht aus der Gefahr einer additiven Grundrechtsbeeinträchtigung als solcher ergeben lassen. Aber sowohl Evaluationen als auch Gesetzesfolgenabschätzungen sind anerkannte Instrumente, mit denen auch ein Gesetzgeber agieren kann. Aber es ist dann auch die ureigenste Aufgabe gerade des Gesetzgebers, sich zu überlegen, welche Gegenstände möchte er wie, in welchem Umfang, mit welchen Berichtspflichten verbunden, wer soll überhaupt in die Berichtspflicht eingebunden werden, welche Daten sollen gesammelt werden. Wir haben ja dankenswerterweise auch gerade ein Beispiel gefunden, welche Daten man tatsächlich erheben kann. Und dann wird es, glaube ich, eher die datenschutzrechtliche Frage sein, wie diese Daten entsprechend weitergeleitet und auch genutzt werden können. Aber das mag der Gesetzgeber, der hier in erster Linie aufgerufen ist, im Einzelnen dann auch selber regeln können. Der letzte Punkt ist bisher heute nur ganz kurz angesprochen worden. Das ist der Wunsch, eine Freiheitskommission zu schaffen. Also ich glaube, die beste Freiheitskommission, die die Bundesrepublik Deutschland hat, ist der Deutsche Bundestag, der nämlich darüber entscheidet, in welchem Maße nach Maßgabe von sowohl Zweckmäßigkeits-, aber vor allem auch verfassungsrechtlichen Erwägungen in Grundrechte der Bürger eingegriffen werden kann. Und vor dem Hintergrund sehe ich tatsächlich, und ich habe das ja auch angedeutet in meiner Stellungnahme, zumindest die Gefahr einer schleichenden Entparlamentarisierung, wenn man zunehmend weitere Kommissionen schaffen möchte und dort, wenn schon keine echten Befugnisse, aber dann zumindest Beratungsmöglichkeiten implementiert, die aber letzten Endes zu einer Delegitimierung des Deutschen Bundestages beitragen könnten. Also ich möchte davor warnen, ich glaube, der Mehrwert einer Freiheitskommission, so schön sie klingt, ist letzten Endes nichts anderes als ein Feigenblatt für einen Gesetzgeber, der eigentlich selbst die Aufgaben auch entsprechend wahrnehmen kann und wahrnehmen sollte. Ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt erstmal die Stellungnahmen der Einführung der Sachverständigen. Wir kommen jetzt zur Fragerunde. Ich hätte kurz auch eine Frage, und zwar sowohl an Herrn Professor Schwarz als auch an Professor Löffelmann, geht, wie gesagt, in die gleiche Richtung. Wir haben jetzt gerade dieses Überwachungsbarometer hier vor uns. Ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Überwachungsgesamtrechnung. Ich bin ja auch Vorsitzende des Artikel 13 Gremiums und für mich ist so ein bisschen die Frage, wie will ich all diese Bereiche, um die es hier geht, erfassen? Ist es nicht viel sinnvoller, sich jeden einzelnen Bereich immer getrennt anzuschauen und da in jedem einzelnen Bereich zu schauen, ob die Kontrolle stimmt? Meine Frage wäre jetzt an Sie beide. Sehen Sie irgendwo einen Punkt, wo Sie sagen, so eine Gesamtüberwachungsrechnung, auch wenn mir der Begriff nicht gefällt, das scheint ja auf den ersten Moment sympathisch zu sein, gerade also auch als Bürger, wenn man das Gefühl hat, da guckt mal jemand so über alles drüber und schaut, ob es passt, jetzt mal unabhängig davon, wer dann, wem gegenüber dann die letzte Berichtsverpflichtung zusteht, damit auch das Parlament nicht außen vor bleibt. Sehen Sie irgendeinen Punkt, wenn man es so einfach runterbrechen kann, sowohl Herr Professor Löffelmann als auch Herr Professor Schwarz, wo Sie sagen, ja, da würde es sich wirklich lohnen, wenn man sich das einfach noch mal vorknöpft. Sie haben es vorhin so ein bisschen mit Ihren 10 Punkten umrissen, aber vielleicht wirklich mal auf eins runtergebrochen. Haben wir da irgendwo aus Ihrer Sicht ganz konkreten Handlungsbedarf, wo wir Bereiche einfach noch gar nicht berücksichtigen? So, jetzt kommen wir zu Herrn Amthor, der zugeschaltet ist. Ja, Frau
Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen und meine Damen und Herren Sachverständige, vielen Dank für die Beiträge. Ich danke auch der FDP für diese Initiative. Ich glaube, das ist gut, dass wir auch über Grundrechtsdogmatik reden, denn vorweggeschickt sei eins, auch wenn wir unterschiedlicher Positionen sind, Grundrechtsschutz im Sicherheitsrecht ist natürlich auch für unsere Fraktion Verpflichtung. In der Grundrechtsdogmatik gibt es dann allerdings schon Unterschiede. Herr Kelber hat davon gesprochen, explizit die Überwachungsgesamtrechnung sei vom Bundesverfassungsgericht vorgesehen, Zitat, da wäre ich doch eher bei den Befunden von Herrn Professor Möstl und von Herrn Professor Schwarz, dass das Bundesverfassungsgericht das eben nicht explizit vorsieht. Und deswegen meine Frage auch an Herrn Professor Möstl und an Herrn Professor Schwarz nochmal grundrechtsdogmatisch vertiefen zu der Rechtsfigur sozusagen der doppelten Verhältnismäßigkeitsprüfung. Ich glaube, es gibt solide betrachtet keine Grundlage dafür, dass das Bundesverfassungsgericht die jemals durchgeführt hätte. Vielleicht auch insbesondere nochmal mit Blick auf die Kfz-Kennzeichenkontrolle Entscheidung 2018. Wenn Sie uns da vielleicht nochmal etwas erhellen können, die wird ja gelegentlich angeführt als Beleg, dass sozusagen die Idee der doppelten Verhältnismäßigkeitsprüfung vom Bundesverfassungsgericht praktiziert würde. Ich würde dem widersprechen. Selbst wenn wir unterstellen, diese Rechtsfigur würde man aber anwenden, und das ist sozusagen der zweite Teil der Frage, würde mich aber interessieren, Herr Professor Poscher hat uns ja durchaus spannend empirisch einiges hier vorgestellt, worüber man reden kann, was aus meiner Sicht aber eher in den Bereich der Politik zuallererst gehört, denn es wird ja wohl kaum so sein, dass dann irgendwie die einzelne Sicherheitsbehörde oder gar der Verwaltungsrichter zuvor dann ein kluges Überwachungsbarometer des MPI konsultiert, um irgendwie die Frage der Verhältnismäßigkeit seines Grundrechtseingriffs zu bewerten. Das heißt, wenn Sie uns da noch mal etwas Licht ins Dunkle bringen können, diese Rechtsfigur ist aus meiner Sicht, und das würde ich Sie bitten einzuordnen, vom Verfassungsgericht nicht vorgesehen. Und wenn, taugen abstrakte empirische Betrachtungen doch wohl eher für politische Bewertungen, über die wir gerne auch in diesem Gremium diskutieren können, aber wohl eher weniger für den einzelnen Anwender des Grundrechtseingriffs. Vielen Dank. So, Herr Amthor, vielen Dank. Dann für die AfD-Fraktion, Frau Kotha. Ja, vielen Dank. Meine Fragen gehen an Herrn Kelber. Herr Möstl schreibt in seiner Stellungnahme, das Ansinnen, alle Überwachungsmaßnahmen des Staates erfassen, Zusammenrechnungen und Doppelbelastungen vermeiden zu wollen, würde zu Ende gedacht eine gemeinsame und allen Sicherheitsbehörden zugängliche Datei verlangen, in der alle Informationen zusammenlaufen und die genau diesen Gesamtüberblick überhaupt erst möglich macht. Das freilich ist eine datenschutzrechtliche Horrorvorstellung. Teilen Sie diese Vorstellung? Wird tatsächlich eine zentrale gemeinsame Datei benötigt oder gibt es Alternativen? Wäre Blockchain zum Beispiel eine Idee? Und die zweite Frage, wir haben ja jetzt gehört, dass die Freiheitskommission den Bundestag eher entmachtet und deswegen davon abgeraten wird. Teilen Sie diese Meinung oder sehen Sie das anders? Danke. So, Herr Krötsch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Professor Dr. Löffelmann, ich teile das, was Sie eben gesagt hatten, dass das Thema einer Überwachungsgesamtrechnung ein sehr spannendes Thema ist, aber eben auch eines, ich nenne das mal, von epischer Größe, was den Umfang und das Ausmaß angeht. Ich hätte zwei Fragen an Sie in dieser Runde, und zwar zum einen, im Raum steht ja ein unabhängiges Expertengremium, was diese Überwachungsgesamtrechnung aufstellen soll. Und falls dieses Expertengremium Zugang zu geheimhaltungsbedürftigen Dokumenten und Zahlen erhält, so wie die FDP das vorhat, gibt es dann nicht A, ein Sicherheitsrisiko, und B, frage ich mich, wie rechtfertigen wir das gegenüber dem Bundestag, dass aus den Reihen der Bundestagsabgeordneten niemand Zugang zu Geheimakten hat, außer den neuen Mitgliedern des parlamentarischen Kontrollgremiums. Und dann meine zweite Frage, Sie zitieren in Ihrer Stellungnahme auch das Bundesverfassungsgericht, und zwar wie folgt: Es gehört zur verfassungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland, dass die Freiheitswahrung der Bürger nicht total erfasst und registriert werden darf. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Von dort zu dem, was wir heute an Sicherheitsgesetzgebung haben, ist es ein kurzer oder würden Sie sagen, ist es ein eher weiter Sprung? Wie nah, das ist meine Frage, sind wir Ihrer Einschätzung nach an der totalen Erfassung in Deutschland? Herr Krötsch, vielen Dank. Herr Kuhle, Herr Höferlin, bitte. Danke, Frau Vorsitzende.
Ja, ich finde es ganz spannend, dass, wenn ich jetzt die Sachverständigen, herzlichen Dank Ihnen allen auch für den intensiven Input. Auch hier lässt sich ja der Bundestag beraten, ohne sich gleich entmachten zu lassen. Von daher kann man ja Beratung vielleicht auch positiv sehen. Eigentlich alle von Ihnen, bis auf Herr Professor Möstl, zumindest mal die Überwachungsgesamtrechnung als einen sehr interessanten und vielleicht nützlichen Aspekt sehen, aber nicht so genau wissen, wie das funktionieren soll. Das finde ich jetzt eine sehr interessante Sache. Herr Professor Löffelmann sprach davon, dass es ja eigentlich noch nicht mal eine Zusammenstellung der Befugnisse gibt, noch nicht, auch erst recht nicht nach den Anwendungen. Also ich fühle mich ein Stück weit bestätigt, finde es aber sehr spannend, dass wir jetzt im Prinzip das erste Mal ja auch einen Ansatz haben, wie man das vielleicht technisch oder wie man es methodisch lösen kann. Deswegen gehen meine Fragen auch an Herrn Professor Pocher. Einmal die Frage, eine Überwachungsgesamtrechnung beispielsweise in der Form, in der Sie jetzt sie skizziert haben mit dem Überwachungsbarometer, kann Ihrer Aussage ja dazu beitragen, Fehlentwicklungen in der öffentlichen Diskussion zu Überwachungsbefugnissen möglicherweise zu verhindern. Wie könnte denn so eine Überwachungsgesamtrechnung den Fehlentwicklungen in der öffentlichen Debatte zu Überwachungsbefugnissen nach Ihrer Ansicht zum Beispiel entgegentreten? Sie haben ja auch von der Versachlichung der Debatte gesprochen. Und wir fordern ja in unserem Antrag auch unter anderem eine Einführung von Evaluierungspflichten und Berichtspflichten und Forschungsklauseln. Es geht ja auch wesentlich darum, dort eine bessere Forschung zu entwickeln. Wir haben ja nicht alle Antworten, sondern wir wollen sie ja sozusagen hier entwickeln, um eine bessere Datengrundlage zu schaffen. Und auch von Professor Löffelmann und Sie zielen Ihren Stellungen ja nahm darauf ab, dass die zur Verfügung stehenden Basisdaten deutlich verbessert werden müssten. Sie beschreiben in der Stellungnahme die aus den Bestandsdaten 2 Urteil des Verfassungsgerichts noch einmal deutlich hervorgegangenen Pflichten zur technischen Registrierung von Datenabfragen durch Sicherheitsbehörden. Das haben wir gerade eben auch in der Einlassung ja gehört. Welches Maßnahmenbündel bräuchte es denn aus Ihrer Sicht, um die Datengrundlage für die Umsetzung einer Überwachungsgesamtrechnung zu verbessern? Herzlichen Dank. So, dann Frau Renner bitte, die uns zugeschaltet ist. Ja, danke Frau Vorsitzende und vielen Dank auch für die einleitenden Einführungen in die Thematik. Ich möchte, bevor ich zwei Fragen stelle, kurz vorweg stellen, dass ich durchaus auch Probleme habe mit der Idee dieser Freiheitskommission, weil ich glaube, diesen Trend zur Privatisierung und Externalisierung hoheitlicher Aufgaben des Parlaments, den sollten wir aus vielerlei, aber insbesondere demokratietheoretischer Gründe nicht weiter beschreiten. Eine Frage habe ich an Herrn Bremer und dann folgt eine an Herrn Kelber. Bei Herrn Bremer, Sie haben ja auch gefordert, es ist auch unsere Forderung seit langem, dass es eine effektive Evaluation von Sicherheitsgesetzen gibt. Nun bekommen wir in diesem Ausschuss gelegentlich solche Berichte vorgelegt und ich kann sagen, sie sind wenig hilfreich, wenn es darum geht, die Verhältnismäßigkeit von Überwachungsbefugnissen zu beurteilen. Da geht es doch mehr immer um, wie effektiv ist der Vollzug des Gesetzes und mehr nicht. Was wäre Ihr Vorschlag, um schon im Gesetzgebungsverfahren im Gesetz zu regeln, wie die Evaluation aussehen müsste hinsichtlich tatsächlich Grundrechtseinschränkungen, sodass in Zukunft eben auch diese Evaluation das Ziel nicht mehr verfehlt, tatsächlich auch Aussagen zur Verhältnismäßigkeit treffen zu können. Und an Herrn Kelber hätte ich die Frage, wie bewerten Sie den Vorschlag? Es gibt ja einen Alternativvorschlag zu einer großen Überwachungsgesamtrechnung mit vielen Variablen und Zahlen. Die Problematik haben wir eben auch so ein bisschen diskutiert. Eine solche Folgeabschätzung schon im Gesetzgebungsverfahren zu implementieren, also einzubauen. Wäre das ein Weg und würde das überhaupt funktionieren? Also vor dem Hintergrund, dass ja das nur möglich wäre, wenn bei dem Gesetzgebungsverfahren dem Parlament schon alle notwendigen Erkenntnisse zur Verfügung gestellt werden, die Auskunft geben über die Folgen, die so ein Gesetz haben wird, eben hinsichtlich der Überwachungsmaßnahmen. Danke für Ihre Antworten dann. So, und Herr von Notz noch bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Expertise. Ich habe die Diskussion immer so verstanden, dass im Hinblick vor allen Dingen auf die vielen verfassungswidrigen Gesetze der letzten Jahre, die hier viel beschworene Objektivität
des Parlaments eben nicht da ist, oder so pauschal würde ich es noch nicht mal sagen. Es ist vor allen Dingen die Große Koalition, die diese Objektivität schmerzlich vermissen lässt. Warum das Bundesverfassungsgericht überhaupt erst auf diesen Gedanken gekommen ist, uns irgendeinen Maßstab zur Hand zu geben, weil hier offensichtlich andere Kriterien bei vielen Gesetzen eine Rolle spielen, als die der Kollege Amthor eben so hier vor sich hergetragen hat. Ja, das muss man einfach sehen. Und das können Sie gut daran bemessen, dass der Leiter der obersten Bundesbehörde, der für die Überwachung und Kontrolle der Einhaltung des Datenschutzes in Deutschland Verantwortung trägt, hier bei dieser Anhörung nicht vor die Klammer gezogen wird. Das hat die Große Koalition abgelehnt. Ein bemerkenswerter Vorgang. Sondern unser Sachverständiger ist. Darüber freuen wir uns ausdrücklich, Herr Kelber, und ich möchte Ihnen zwei Fragen stellen. Das erste ist, Herr Thom, möchten Sie was sagen? Ich höre Sie so viel vor sich hin brabbeln, deswegen frage ich. Bitte? Ja, sagen, was sagt er denn? Ja, das ist schlecht, Herr Thom, das ist schlecht. Ja. Wollen Sie was sagen? Nein, okay. Gut, dann würde ich gerne fragen, im Hinblick auf die Evaluierung der notwendigen Gesetze oder der notwendigen Evaluierung, die eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist, der sogenannten Sicherheitsgesetze, wie Sie es einschätzen, dass die sehr selten erfolgt und wenn sie erfolgt, eigentlich nie unabhängig erfolgt, wie das eigentlich gedacht ist, wenn man Dinge evaluieren lässt. Und dann würde mich zweitens interessieren, wo Sie vielleicht noch mal so ganz abstrakt, also mir gefällt jetzt das Überwachungsbarometer als Temperaturmesser auch gut, aber wir hängen das ja an dieser Begrifflichkeit Überwachungsgesamtrechnung auf, worin das übergreifende Ziel einer solchen Überwachungsgesamtrechnung eigentlich liegen könnte für den Gesetzgeber. Könnte es vielleicht auch darum gehen, einfach nicht mehr so viele verfassungswidrige Gesetze hier zu basteln, die nachher wieder eingerollt werden und uns zum Schluss mit leeren Händen dastehen lassen als Gesetzgeber, womit ja auch der Sicherheit nicht gedient ist. Vielen Dank. So, dann kommen wir zur Antwortrunde und beginnen mit Herrn Bremert. Ja, also zu der Frage bezüglich der Evaluation, das war auch in meiner Stellungnahme eher in Richtung dieses Vorschlags der Gesetzes Datenschutzfolgenabschätzung gemeint. Also damit hätte man schon, dadurch, dass der Prozess, jedenfalls wie wir ihn im Forum Privatheit mal erarbeitet haben, sehr formalisiert ist, dass es eben nicht nur auf die abstrakte Sichtweise ankommt, sondern möglicherweise auch Szenarien durchgespielt werden, Bedrohungsszenarien, also beispielsweise Datenpannen, beispielsweise Amtshilfe gegenüber Staaten, bei denen die Rechtsstaatlichkeit so ein bisschen fraglich ist und eben auch eine partizipative Herangehensweise ist. Also das heißt, man involviert Menschen, die nachher möglicherweise betroffen sind, besonders betroffen sind in diesem Prozess und die Datenschutzfolgenabschätzung oder die Gesetzes-DSFA ja ein iterativer Prozess ist, könnte der eben auch für die Evaluierung vermutlich Qualität liefern. Und um das Ganze dann möglicherweise noch ja, zu verstärken, könnte man dann ja auch das Teilnehmerfeld der Evaluatoren wechselnd besetzen. Also ich glaube, da ist die Qualitätssteigerung gerade durch Diversität des Teams, die sich nachher natürlich die Evaluation anschaut, also kann man hohe Qualitätssteigerung erreichen. So, der nächste in der Runde wäre Herr Professor Kelber. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Als erstes die Fragen der Frau Abgeordneten Kother. Eine solche übergreifende, neu entwickelte Datenbank wäre natürlich ein großes datenschutzrechtliches Problem. Ich sehe allerdings keinen Anlass und Notwendigkeit, diese Datenbank in dieser Form zu schaffen. Und natürlich würde auch eine datenschutzrechtliche Begleitung eines solchen Prozesses stattfinden müssen, weil sie für die wichtigsten Fragestellungen in dieser Form anonymisierte statistische Daten benötigen. Außerdem natürlich Erkenntnisdaten von Aufsichtsbehörden,
die ja gerade, und wir können das glücklicherweise dank der zusätzlichen Ressourcen, die sie uns geben, jetzt schrittweise einführen, gerade auch Prüfungen auf solche additiven Grundrechtseingriffe ja bereits durchführen. Wir werden das auch erstmals davon im Tätigkeitsbericht für 2020 in einem kleinen Teilbereich, weil es hochaufwendig ist, mit auch dem föderalen System berichten können. In unserer Forderung gab es bisher, was wir vorgeschlagen hatten zu einer Überwachungsgesamtrechnung, gab es nicht den Begriff der Freiheitskommission. Es ging immer darum, den Gesetzgeber in die Lage zu versetzen, tatsächlich abschätzen zu können, was die Folge einer veränderten oder neu geschaffenen Eingriffsbefugnis darstellt, wie sich seit den letzten Entscheidungen Dinge verändert haben und damit sozusagen Beratungen des Gesetzgebers, Bundesregierung jetzt als derjenige, die oft die Entwürfe schreibt, oder des Deutschen Bundestages zu leisten. Ich glaube, dass das ja auch ein Verfahren ist, das der Deutsche Bundestag an vielen Stellen bewusst anschiebt. Und das sollte natürlich auch das Ziel der Überwachungsgesamtrechnung sein. Die Frage von Frau Abgeordneten Renne. Ich sehe den Vorschlag einer Folgenabschätzung nicht alternativ, sondern diese Folgeabschätzung muss natürlich zeitnah und übrigens dann auch immer zeitnah, wenn sich natürlich neue Entwicklungen gegeben haben. Ein Sicherheitsmoratorium sollte ja nicht gegen neue Entwicklungen verlaufen, sondern sollte sagen, beobachtet mal das, was da ist und macht nichts Neues jetzt einfach aus der Lameng heraus, sondern auch die Vorgaben des Verfassungsgerichtes an einigen Stellen zunächst vollständig umzusetzen. Aber die Überwachungsgesamtrechnung würde die Grundlage überhaupt bieten, bei einer Einzelbefugnis dann eine Folgeabschätzung durchführen zu können, weil heute der Blickwinkel, den man hat, wenn man eine Einzelbefugnis betrachtet und dann auch für eine Folgeabschätzung zu eng wäre und sicherlich kein 360-Grad-Blick wäre, um etwas aus dem Jargon der Sicherheitsbehörden mit einfließen zu lassen. Die Erkenntnisse aus der Überwachungsgesamtrechnung sind das eine, die Qualität natürlich von Evaluierung, Statistiken und anderes das andere. Damit käme ich zur ersten Frage von Herrn Abgeordneten von Notz. Wir haben unterschiedliche Qualität, unterschiedliche Tiefe, unterschiedliche Ausführung solcher Evaluierungen. Wir haben auch eine Reihe von Beispielen in den letzten Jahren, wo die Novelle vor der in der im Gesetz vorgesehenen Evaluierung gekommen ist. Wir hatten Beispiele, wo die Evaluierung zwei- oder dreimal durch das Ministerium vorgenommen wurde, bevor es dann eine unabhängige gegeben hat, auf einen Teilaspekt. Aber insgesamt als Summe würde ich sagen, die bisherige Qualität der Evaluierungen und auch der Statistiken erfüllen nicht den Anspruch auf eine unabhängige, empirisch belastbare Prüfung solcher Regelungen. Und das übergreifende Ziel als zweite Frage von Herrn Notz und meine letzte Frage. Ich glaube, es gibt drei übergreifende Ziele für den Bundestag, für die Betroffenen und für die Sicherheitsbehörden. Und für den Deutschen Bundestag tatsächlich einschätzen zu können bei einer Entscheidung, ist das etwas, was das Fass zum Überlaufen bringt? Ist es eine Klärung? Nimmt das vielleicht sogar etwas zurück? Sind wir in einem Bereich unterwegs, wo tatsächlich eine Eingriffsbefugnis fehlt? Oder versuchen wir, ein Vollzugsdefizit, das wir haben, zu kompensieren? Ich glaube, dass sehr häufig heute das, was Ihnen zur Verfügung steht als Gesetzgeber, Sie diese Frage nicht sicher beantworten lässt. Für die Betroffenen geht es natürlich um die tatsächlichen Folgen und damit durchaus auch um ein subjektives Kriterium an der einen Stelle, objektive Kriterien bei der Frage, wenn es gerade dann zu additiven Maßnahmen der Sicherheitsbehörden kommen kann. Und drittens für die Sicherheitsbehörden selbst. Es geht nämlich erstens um Vertrauen in deren wichtige Arbeit, die mit Transparenz und solchen Fragestellungen gestärkt werden kann, aber eben wegen der breiteren Überwachungsgesamtrechnung auch, dass Sicherheitsbehörden nicht mit neuen Eingriffsbefugnissen und neuen Datenmengen an Stellen überwälzt werden, wo sie eigentlich andere Dinge benötigen würden, um aus den bestehenden Eingriffen dann ihre Arbeit auch durchführen zu können. So, Herr Professor Kelber, vielen Dank. Herr Professor Löffelmann, bitte. Vielen Dank. Frau Vorsitzende, Sie haben gefragt, ob der Begriff der Überwachungsgesamtrechnung
nicht viel zu weitläufig sei und es nicht sinnvoller sei, sich spezifische Bereiche anzuschauen. Ich denke, unsere Sicherheitsgesetzgebung in Deutschland ist hochfragmentiert. Auf den Feldern des Polizeirechts, des Verfassungsschutzrechts teilen sich 17 Gesetzgeber das Spielfeld. Hinzu kommt der Bereich der Strafverfolgung. Und wir erfassen derzeit nur einen kleinen Teil der Maßnahmen, die aufgrund der zur Verfügung stehenden Befugnisse exekutiert werden. Dabei sind diese Befugnisse noch nicht mal gleichläufig ausgestaltet, sondern unterscheiden sich zum Teil deutlich in ihrer Reichweite. Die einzige handfeste Grundlage für eine Evaluationspflicht ist der Artikel 13 Absatz 6 Grundgesetz für die Wohnraumüberwachung. Darüber hinaus ergibt sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen eine Evaluationspflicht, aber dann wird es auch schon dünn. Einsatz von Vertrauensleuten, verdeckten Ermittlern, Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Kfz-Kennzeichenkontrolle, Einsatz von Drohnen zur Überwachung. Also da fallen mir spontan eine Vielzahl von Befugnissen ein, bei denen wir schlichtweg über keine Datengrundlagen verfügen. Welchen Mehrwert hat es, wenn man über eine solche Grundlage verfügt? Ja, ich habe gerade den Artikel 13 Absatz 6 genannt, da kann man das sehr schön exemplifizieren. Denn aus den Berichten der Artikel 13-Kommission kann man wunderbar sehen, wie nach der Novellierung des Rechts im Jahr 2004 im Bereich der Strafverfolgung die Maßnahmen zurückgegangen sind, wie aber auch in den anderen Bereichen, Polizeirecht, insbesondere Verfassungsschutzrecht, die Maßnahme praktisch eine völlige Bedeutungslosigkeit erlangt hat. Daraus könnte man zum Beispiel als Gesetzgeber den Schluss ziehen, na, wenn wir eine Maßnahme hier haben, die in der Praxis überhaupt nicht anwendbar ist, sei es, weil die normativen Schwellen so hoch sind, sei es, weil sie einfach keinen Mehrwert verspricht, dann könnte man ja so eine Maßnahme auch mal abschaffen und Raum für anderes schaffen. Also worauf ich hinaus will, ich denke, dass der große Mehrwert einer Überwachungsgesamtrechnung nicht in diesem übergreifenden, in der übergreifenden Idee der Gesamtheit liegt, wo in der Tat eine Mathematisierung, eine Aufrechnung sehr, sehr schwer wird, weil man dem ja auch die hoheitlichen Zwecke, die verfolgt werden, entgegenhalten muss und diese Zwecke ganz unterschiedlich, durchaus auch nach politischer Einstellung, nach gesellschaftlichem Bedarf in einer Sicherheitsgesellschaft, in einer Freiheitsgesellschaft wird man das ganz anders einschätzen sehen kann. Aber runtergebrochen auf die einzelnen Maßnahmen macht die Überwachungsgesamtrechnung sehr viel Sinn, weil sie uns eben in die Lage versetzt, über Daten zu verfügen, Maßnahmen bezogen und dadurch der Gesetzgeber viel besser ermächtigt wird, die rechtstatsächliche Notwendigkeit neuer Maßnahmen oder auch der Abschaffung von Maßnahmen zu beurteilen. Das ist das, was ich gerne als evidenzbasierte Rechtspolitik bezeichne. Also man muss einfach, wenn man was entscheidet, zunächst mal Informationen haben, was man da eigentlich tut. Herr Grötsch fragte nach dem Zugang eines unabhängigen Expertengremiums zu geheimhaltungsbedürftigen Daten. Da gibt es sicher ein Spannungsverhältnis, das ist aber nicht unlösbar. Also es ist auch heute schon so, dass in kleinen Ausschnitten Befugnisse der Nachrichtendienste statistisch erfasst werden. Das müsste man dann sehen, ob man Nachrichtendienste hier eher rausnimmt, weil solche Erkenntnisse Einblick in die Fähigkeiten geben, was nicht erwünscht ist. Nach meiner Vorstellung dürfte der Auslandsnachrichtendienst hier in der Gesamtrechnung ohnehin keine Rolle spielen, weil das nicht machbar ist. Ja, also damit wäre dem schon irgendwie die größte Schärfe auch genommen. Im Übrigen haben wir im einfachen Recht verschiedenste Rechtsgrundlagen, die der Forschung einen privilegierten Zugang zu solchen Daten ermöglicht. Also ich denke, das kann man regulatorisch durchaus in den Griff bekommen. Ist es ein kurzer oder weiter Sprung zur totalen
Erfassung? Gute Frage. Ich verstehe das Bundesverfassungsgericht so, dass dieser Topos der Rundum- oder Totalüberwachung, das ist die von mir eingangs genannte personenbezogene, individuelle Dimension der Problematik, die Kumulierungsproblematik. Und da kommt es natürlich ganz auf den einzelnen Sachverhalt an. Es gibt Ermittlungsverfahren, da werden eine Vielzahl von Befugnissen zum Einsatz gebracht. Und da wird das Netz sehr, sehr eng gezogen um die Zielperson. Und da kommt man vielleicht in den Bereich der Total- oder Rundumüberwachung, was dann nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unzulässig, weil ein Eingriff in die Menschenwürde ist. Ein bisschen problematisch an dieser Begrifflichkeit ist, dass wir über keinen Anhalt darüber verfügen, was eigentlich eine Total- oder Rundumüberwachung ist, wo diese Grenze überschritten ist. Aber das liegt in der Natur der Sache, in der Anbindung an Artikel 1 Absatz 1. Das kann eben nur vom Eingriff her beurteilt werden. Mit anderen Worten, ob die Menschenwürde verletzt ist, das wissen wir erst immer, wenn sie verletzt ist. Vielleicht wird es da mal irgendwann einen Fall zum Bundesverfassungsgericht schaffen. Auf der soziologischen, gesamtgesellschaftlichen Ebene, glaube ich, kann man diese Frage, ist es ein kurzer oder Weitersprung, nicht seriös beantworten, weil wir hier ganz andere Abwägungsverhältnisse haben, die eine Rolle spielen, die viel facettenreicher sind und wo es eben davon abhängt, wie hoch auch die hoheitlichen Zwecke dann gewichtet werden, die in der Gesamtheit durch Überwachung verfolgt werden. So, dann kämen wir zu Herrn Professor Möstl, bitte. Dankeschön. Ich antworte auf die Fragen, die mir Herr Amthor gestellt hat. Ich glaube, die bisherige Anhörung hat sehr deutlich gemacht, dass die Idee der Überwachungsgesamtrechnung zunächst mal momentan ein interessantes Spielfeld für Forschungsvorhaben ist. Es kann sein, dass dabei Ergebnisse herauskommen, die für die Politik und den Gesetzgeber interessant sind. Und wenn es so ist, dann bin ich der Letzte, der was dagegen hat. Es ist natürlich immer gut, wenn der Gesetzgeber informiert entscheidet. Sicher bin ich mir nicht, ob das so sein wird. Ich glaube auch, dass wir heute gesehen haben, etwa bei der Präsentation von Herrn Poscher, die interessanten Informationen betreffen dann doch immer einzelne Vorhaben. Ja, warum ist die Zahl der Zugriffe in einer bestimmten Maßnahme gestiegen? Warum macht ein Bundesland mehr als ein anderes und so weiter? Ob man wirklich hinsichtlich dieser Gesamtrechnung zu Ergebnissen kommt, mit denen die Politik was anfangen kann, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber das wird man sehen müssen. Wir bewegen uns jedenfalls auf dem Feld der Politikberatung sozusagen. Eine ganz andere Frage ist die Frage der Überwachungsgesamtrechnung als rechtlicher Maßstab. Und da möchte ich nochmal bekräftigen, was ich ausgeführt habe, dass ich wirklich Zweifel habe, ob sich diese Idee als rechtlicher justiziabler Maßstab operationalisieren lässt. Es ist eben zu viel, alles mit allem abwägen zu wollen. Das geht nicht. Das kann man juristisch nicht leisten, meines Erachtens. Und es gibt auch sonst kein Feld der vielen Grundrechtseingriffe, die es ja gibt, wo wir solche Gesamtrechnungen in einer operationalisierbaren Weise anstellen würden. Wir haben es nicht im Steuerrecht, wir haben es nicht im Wirtschaftsrecht und ich weiß auch nicht, warum es hier funktionieren sollte. Ich glaube auch nicht, dass das Bundesverfassungsgericht in der Richtung uns bis jetzt nähere Hinweise gegeben hat. Wir haben zwar diese kleine Passage, die aber nur eine vage Idee ist, damals im Urteil zur Vorratsdatenspeicherung. Ich sehe aber keine Entscheidung seither, die Idee der doppelten Verhältnismäßigkeitsprüfung wirklich angewendet hätte. Auch nicht die Entscheidung zur Kennzeichenerfassung, da bin ich ja selber auch mit beteiligt gewesen an dem Verfahren. Auch da ging es darum, eine bestimmte Maßnahme an bestimmten Zwecken zu messen. Und man hat also die klassische Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht irgendwo verlassen. Und schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass eben die Umsetzung der Überwachungsgesamtrechnung eben ihre eigenen grundrechtlichen Probleme mit sich brächte. Ob es wirklich eine große Datei bräuchte, darüber mag man sich streiten können. Aber ohne zusätzliche Grundrechtseingriffe wird es nicht gehen, wenn was
Belastbares herauskommen soll. Man darf ja nicht vergessen, es geht immer um die Verhinderung der Rundumüberwachung. Und das werden Sie nicht erfassen können, ohne auch die einzelnen Personen anzuschauen und konkret zu sehen, ist bei dieser Person das Maß der Rundumüberwachung erreicht worden. Alles andere sind statistische Größen, die aber letzten Endes mit der Idee der Verhinderung der Rundumüberwachung dann nichts mehr zu tun haben. Das muss man, glaube ich, aber dann auch ehrlich zugeben. Also soweit meine Einschätzung, vielleicht politisch von Interesse, rechtlich nicht handhabbar. So, dann Herr Professor Schwarz. Ja, Frau Vorsitzende, ganz herzlichen Dank. Ich möchte auch auf die mir gestellten Fragen kurz eingehen. Auch ich bin der Auffassung, dass eine Gesamtrechnung wenig operationabel ist. Das liegt zum einen bereits daran, also wir haben es hier mit einem Begriff zu tun, der, Herr Kollege Mössel hat darauf gerade noch einmal hingewiesen, einmal in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auftaucht und seitdem aber offensichtlich ein Eigenleben entfaltet hat, das kaum noch zu kontrollieren ist. Ich möchte aber vielleicht auf einen Aspekt hinweisen. Es ist zuweilen nicht ganz einfach, Entscheidungsgründe oder hinter den Entscheidungsgründen noch den Versuch zu unternehmen, was hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich zu welchen Aussagen bewogen. Aber ich möchte vielleicht doch einmal hier den Versuch unternehmen, auch wenn das für den Gesetzgeber, wie ich gleich ausführen werde, nicht ganz unproblematisch ist, zu zeigen, dass Karlsruhe vielleicht doch eine Art Kurskorrektur vorgenommen hat, nämlich in der Erkenntnis der Tatsache, dass die vom Bundesverfassungsgericht angemahnte Zurückhaltung des Gesetzgebers und dann die daraus abgeleitete sozusagen Gesamtrechnung oder Überwachungsgesamtrechnung problematisch ist. Wenn Sie sich nämlich jüngere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts anschauen, dann findet sich davon ja überhaupt nichts mehr. Sondern das Bundesverfassungsgericht nimmt im Gegenteil bei Einzelnen, und das ist auch genau die klassische Grundrechtsdogmatik, es wird das einzelne Gesetz, es wird der einzelne Eingriff auf seine Verhältnismäßigkeit hin überprüft. Und dann brauchen Sie sich nur die jüngeren Entscheidungen zum Sicherheitsrecht anzuschauen, dann werden Sie feststellen, dass das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber Korsettstangen eingezogen hat, die für die zukünftige Gesetzgebung nicht gerade einfach sind. Also im Schriftum ist diesbezüglich bereits von dem berühmten verfassungsjuristischen Overkill in Gestalt des Verhältnismäßigkeitsprinzips gesprochen worden. Und ich glaube, dass das genau vielleicht auch die Reaktion des Bundesverfassungsgerichts darauf ist, eben doch bei den einzelnen Maßnahmen im Einzelfall dem Gesetzgeber rote Linien aufzuzeigen. Aber eine gesamtrote Linie, wann jetzt insgesamt ein unverhältnismäßiges Maß an Gesamtbelastungen für den einzelnen Bürger generiert werden kann, das lässt sich sicherlich so nicht im Einzelnen ableiten. Und nun kann man natürlich noch einen Punkt ansprechen und kann sagen, Grundrechtsdogmatik ist durchaus variabel, sie kann modernisiert werden, sie ist neuen Erwägungen auch zugänglich. Das ist das, was wir alle hier als Kollegen tagtäglich auch erleben. Mit jeder neuen Monographie, die vielleicht dazukommt, erweitert sich auch das Spektrum möglicher grundrechtsdogmatischer Fragen. Aber auch da stellt sich die Frage, ob sie alle tatsächlich nachher operationabel sind. Und im Ergebnis bin ich schon der Auffassung, dass es jedenfalls herkömmlichen, grundrechtlichen, dogmatischen Standards entspricht, Einzelmaßnahmen auf ihre Verhältnismäßigkeit nach einem ganz klassischen Kriterium, nämlich der Relationierung von Eingriffsziel, Eingriffszweck auf der einen Seite und den damit verbundenen Belastungen auf der anderen Seite, aber in einem je konkreten Einzelfall ankommt. Von daher glaube ich, um damit die Frage auch abschließend zu beantworten, als rechtliches Kriterium dürfte eine Überwachungsgesamtrechnung wenig Mehrwert mit sich bringen. Dankeschön. So, dann kommen wir zur zweiten Fragerunde. Nein, ich habe jetzt, Moment, stopp, Herr Schwarz. Haben wir alle, oder? Hier habe ich wieder jemanden unterschlagen. Nee, darf ich noch? Herr Poscher, darf ich noch? Sorry, Entschuldigung. Ja. Ich habe bei mir schon einen Haken dran gesetzt. Verzeihen Sie bitte, Herr Professor Poscher. Okay. Ja, ich hatte ja lediglich zwei Nachfragen. Das eine war, was könnte so eine Überwachungsgesamtrechnung, die wir uns mal in so Form eines auffächerbaren Überwachungsbarometers uns vorgestellt haben, was kann das, für welchen Fehlentwicklungen in der öffentlichen Diskussion kann das steuern?
Ich glaube, einmal, da würde ich auch mit den Kollegen eine ganz ähnliche Einschätzung haben, dass eine solche, also die Gesamtrechnung allenfalls in extremen Konstellationen verfassungsrechtlich relevant werden würde. Also das Gesamtmaß der Überwachung. Ich glaube, so ist es auch gemeint beim Bundesverfassungsgericht, die eben die Vorratsdatenspeicherung vor sich hatten. Und dann überlegt haben, gut, wenn wir jetzt alle Internetdaten dauernd speichern, alle Finanzdaten dauernd speichern, demnächst nochmal irgendwelche Biodaten dauernd, also irgendwann kommt dann der Punkt. Ich glaube, so ist die Überlegung, wo wir uns dann Gedanken darüber machen müssen, geht das nicht insgesamt zu weit? Und ich glaube, das ist nochmal etwas anderes, der Gedanke beim Bundesverfassungsgericht, um das so ein bisschen auf die dogmatische Ebene zu bringen, als der kumulative Grundrechtseingriff, der in der Tat individuumbezogen ist. Und ich glaube, die Überlegung bei dieser Überwachungsgesamtrechnung beim Gericht war schon eine andere. Aber ich glaube, allenfalls in sehr extremen Konstellationen könnte das Gesamt der Daten, die man da generieren würde, verfassungsrechtlich relevant werden. Aber ich glaube, für die öffentliche Diskussion, also dieses Überwachungsbarometer würde auch in erster Linie auf die öffentliche und die politische Diskussion zielen. Und da kann es natürlich besonders auch, wenn man dann die Überwachungsszenarien sich im Einzelnen ansehen kann, eben auf verschiedene Fehlentwicklungen hinweisen. Einmal etwa, dass bestimmte Überwachungen, wie etwa jetzt bei den Finanzdaten, obwohl es eine Vorratsdatenspeicherung, darüber praktisch nie geredet wird. Ja, und ganz erheblich. Und für die Betroffenen hat das teilweise extreme Konsequenzen. Die verlieren ihre Kontoverbindungen, wenn die da genannt werden bei einigen Banken. Da brechen die Geschäftsbeziehungen ab. Also das hat schon auch Konsequenzen. Da sind die Zahlen einfach auch mal interessant. Und darüber wird wenig geredet, sind wenig bekannt. Das ist die eine, wo etwas übersehen wird. Das andere kann aber auch sein, dass eine Diskussion an bestimmten Stellen teilweise überhitzt wird. Ich erinnere mich etwa an die Diskussion um die Online-Durchsuchung. Und wir haben damals die Evaluation für den Bundestag gemacht, dieser Antiterrorgesetze. Und das ist, kann man ja auch sagen, ist ja dann auch veröffentlicht worden. Der Einsatz der Online-Durchsuchung bewegte sich über die Berichtsperiode im niedrigen einstelligen Bereich des Einsatzes dieses Instruments durch das BKA. Und in der öffentlichen Diskussion, und ich hatte es auch, dass Leute mir dann gesagt haben, in meinem Telefon hat es geknackt, jetzt habe ich bestimmt den Bundestrojaner auf dem Telefon. Und wie absurd diese Vorstellung ist, würde anhand solcher Zahlen doch relativ deutlich werden. Und es kann also auch deeskalierend wirken, so eine Transparenz. Und ich denke, daran kann auch den Sicherheitsbehörden nur gelegen sein. Und daneben kann es eben auch Hinweise darauf geben, ob vielleicht bestimmte Instrumente, ja, vielleicht, warum werden die in Nordrhein-Westfalen nicht mehr genutzt, weil sie vielleicht nicht mehr funktionieren, oder warum wird das in Hessen so häufig eingesetzt? Ist die Verbrechensaufklärungsquote in Hessen dadurch wirklich 6-mal besser als in Nordrhein-Westfalen? Also sind Fragen, denen man dann einfach nachgehen muss, und die Zahlen sagen noch nichts darüber, wie man das dann qualitativ bewerten muss. Aber insgesamt wäre eben die Funktion, die öffentliche Diskussion da anzuleiten, Hinweise zu geben und das dann qualitativ auch zu untersuchen. Die andere Frage war, was kann man tun? Und der eine Punkt ist natürlich, dass man wie in der StPO für die Telekommunikationsüberwachung, dass man dafür sorgen kann, dass diese Daten von den Behörden zur Verfügung gestellt werden. Und darin sehe ich jetzt auch kein größeres datenschutzrechtliches Problem, weil die Daten ja in aggregierter Form zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, auch diese Meldepflicht an das Bundesamt für Justiz bei der Telekommunikationsüberwachung, damit verbindet sich erstmal kein Datenschutzproblem, wenn die aggregierten Zahlen da lediglich gemeldet werden, und mehr bräuchte man dafür nicht. Und dann wäre natürlich danach zu schauen, dass, wenn man das ernsthaft machen will, man natürlich ein paar technische Voraussetzungen klären muss und man dann etwa auch eine bestimmte Schnittstelle zu dem Ganzen zuordnen müsste, mit dem die Daten sich dann auch vernünftig in der Forschung oder in der Entwicklung eines solchen Instruments dann verarbeiten lassen. Das könnte man tun. So, vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur zweiten Fragerunde, und im Hinblick auf die Zeit können wir auch beim bewährten Fragemodus verbleiben. Ich würde selbst noch mal ganz kurz zurückkommen mit einer Frage auch an Herrn Professor Schwarz und an Herrn Professor Möstl. Wenn ich jetzt insbesondere gerade die letzten Ausführungen noch mal von Herrn Professor Poscher nehme, aber auch das, was vorhin Herr Professor Löffelmann gesagt hat, eine Frage, wenn man sicherlich, ich nenne es jetzt trotzdem wieder Gesamtrechnung, auch wenn mir der Begriff nicht gefällt, dass das sicherlich bezogen auf den Einzelnen im konkreten Einzelfall
ich sag mal, keine Bedeutung haben kann aus meiner Sicht, weil man einfach sagen muss, warum wurde die Maßnahme angewendet, bezogen auf die einzelne Person. Das ist eben individuell bezogen und muss auch so betrachtet werden. Aber glauben Sie nicht, dass es im Gesamtzusammenhang auch um das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat, die vielen Möglichkeiten, die wir eben jetzt haben, die die Digitalisierung mit sich bringt, die vielen Bereiche, in denen wir tatsächlich nicht wissen, was spielt sich da genau ab, anders als tatsächlich beim Artikel 13 Gremium, wo ich ganz genau weiß, wie viele Maßnahmen oder wenige sind es, welche Überraschungen erlebt man dann auch, was die Zahlen angeht, weil man mit ganz anderen Zahlen eigentlich rechnet, wie die sich dann in der Realität herausstellen. Glauben Sie nicht, es wäre zumindest wert, dass man über ein System nachdenkt, wie auch immer es heißt, ob jetzt Barometer oder Rechnung oder wie auch immer, wo man zumindest mal eine bessere Grundlagenforschung betreibt? Ich hatte zumindest Sie vorhin so verstanden, Herr Professor Möstl, dass das vielleicht für die Politik und aber auch für die Bevölkerung vor allen Dingen sinnvoll sein könnte, sich dem Thema mal zu nähern, auch wenn es sicherlich sehr schwer greifbar und sehr umfassend ist. Aber sollte man nicht mal im Hinblick auf die Entwicklung auch mal den Start machen und sagen, ja, es kann Sinn machen, so ein System zu entwickeln. So, dann kommt Herr Amthor noch mal. Jawohl. Ja, Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Rechtlich nicht handhabbar, politisch kaum nutzbar, so war ja das Fazit von Ihnen, Herr Professor Möstl, und ganz ähnlich von Ihnen, Herr Professor Schwarz. Ich würde mich da anschließen und würde deswegen jetzt im zweiten Teil das Rechtliche nicht nochmal vertiefen wollen, sondern vielleicht eher die Frage der politischen Handhabbarkeit und das eingeordnet auch in den Punkt, den Frau Kollegin Renner aufgeworfen hat. Wir stimmen ja selber ein, aber die Sorge um Entparlamentarisierung, die ist natürlich da, gerade auch in diesen Diskussionen, vor allem dann, wenn das Parlament selbst sozusagen immer sich attestiert, dort nicht wirklich sprechfähig zu sein oder nicht bewerten können. Und deswegen würde ich gerne, Herr Professor Möstl, Professor Schwarz, noch einmal vertieft sehen, die Frage, haben wir denn es eigentlich in der Frage der Bewertung der Grundrechtseingriffe im sicherheitsrechtlichen Bereich überhaupt mit einem aktuellen Defizit zu tun, an Berichtspflichten, an Evaluierungsklauseln? Da gibt es ja sehr, sehr viel. Und vor allem kommt flankierend natürlich auch das ganze Fragerecht, die ganze Litanei sozusagen von verfassungsrechtlichen Möglichkeiten der Opposition des Parlaments hinzu, auch bei der Regierung intensiv abzufragen. Also deswegen die Frage, ist es so, dass wir hier eigentlich eher dann, das mag man politisch unterschiedlich bewerten, sozusagen Kontrollinstrumente nicht intensiv genug nutzen oder gibt es die nicht eigentlich in hinreichender Zahl? Ich glaube, wir haben es hier nämlich eher damit zu tun, dass wir vielleicht, wenn man das überhaupt unterstellen möchte, ein reelles Defizit haben in der Frage, wie werden Instrumente genutzt, aber nicht ein Fehlen von Instrumenten. Das würde mich interessieren, wenn Sie das sozusagen politikpraktisch noch mal vertiefen. Aus Ihrer Sicht, sieht nicht eigentlich das Parlamentsrecht, das Verfassungsrecht, sind die nicht hinreichend Instrumente, einfach gesetzlich im BKA-Gesetz an vielen anderen Stellen mehr, gibt es nicht eigentlich schon genug Instrumente, die man schon jetzt nutzen könnte, um dann eine hinreichende auch ja Realitätsgrundlage zur Bewertung zu haben. So, dann hätten wir noch mal Frau Kutter? Ja, danke schön. Meine zwei Fragen gehen wieder an Herrn Kelber. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in einer Freiheitsbestandsdatenanalyse, die als Alternative zum Überwachungsgesamtrechnung diskutiert wird? Und die zweite ist, es gibt die Forderung, dass der die Überwachungsgesamtrechnung durchführende Akteur auch eine wertungsmäßige Betrachtung vornehmen soll, um das Bewusstsein für den Umfang der gesellschaftlichen Überwachung zu schärfen. Inwieweit wird diese Ansicht von Ihnen geteilt? Und auf welche Aspekte sollte bei einer wertungsmäßigen Betrachtung vor allem geachtet werden? Dankeschön. So, Herr Krötsch, bitte. Ich habe mir vorhin gedacht, Herr Höferlin, wenn man die Anträge der FDP so liest, dann denkt man oft, wir wären in Deutschland in einem Orwellschen Überwachungsstaat. Ich habe den Eindruck, dass wir zwar schon Befugnisse konkreter gesetzlich regeln. Herr Löffelmann, Sie haben das mal eine Verrechtlichung der Befugnisse genannt, aber viele werden fast nie oder sogar nie angewandt. Denken wir an die Wohnraumüberwachung oder an die Fußfessel, die die Gemüter hier mal sehr erregt hat. Sie schreiben, Herr Löffelmann, in Ihrer Stellungnahme, der mit der Schaffung solcher Befugnisse immer wieder einhergehende politische und öffentliche Erregungszustand korrespondiert daher nicht immer mit deren praktischer Bedeutung.
Und ich möchte Sie fragen, meinen Sie, dass auch diese nicht oft angewendeten Befugnisse in die Gesamtschau einbezogen werden sollten? Und wenn ja, würden die nicht das Bild einer solchen Gesamtschau eben deshalb verzerren, weil sie nur selten oder gar nicht angewandt werden? So, dann Herr Kuhle jetzt. Dieses Mal wirklich. Ja, also liebe Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, mir geht es hier gar nicht um den Titel Überwachungsgesamtrechnung. Mir geht es nicht mal um den Antrag als solchen. Mir geht es um die Erkenntnis, dass wir quantitativ und qualitativ nicht über die ausreichenden Informationen für gute Sicherheitsgesetzgebung in Deutschland verfügen. Und ich frage mich wirklich, wie man das überhaupt in Zweifel ziehen kann. Also lieber Herr Löffelmann, Sie haben von einer zerfaserten Rechtslage gesprochen, ganz richtig. Lieber Herr Möstl, Sie haben von der Grenze der Normierbarkeit gesprochen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir treffen uns in dieser Legislaturperiode, und die ist nicht mehr lang, nochmal wieder zur Anhörung in puncto Verfassungsschutzgesetz, wenn es noch kommt, in puncto Bundespolizeigesetz. Heute Morgen war BND-Gesetz. Ich kann mich noch gut an die Anhörung zum Bestandsdatenauskunfts-Neuregelungsgesetz erinnern. Und immer wieder der Befund, also eigentlich ist die Rechtslage so unübersichtlich. Eigentlich ist es so frustrierend für den Gesetzgeber, dass er nach 2-3 Mal Scheitern in Karlsruhe einfach nur noch Rechtsprechung abpinselt aus Karlsruhe. Dass doch nicht ernsthaft ein Zweifel daran bestehen kann, dass wir nicht ausreichend Gesamtübersicht über die bestehenden Befugnisse haben. Deswegen schlage ich vor, wir ändern den Titel in Befugnisgesamtschau. Und nehmen einfach mal eine andere Flughöhe oder nehmen eine andere Zielrichtung ein. Wir scheitern doch bei der quantitativen Bemessung unserer eigenen Überwachungsbefugnisse in der deutschen Sicherheitspolitik. Im Januar hat die Tagesschau versucht, die Bundesländer zu fragen, wie oft sie die Quellen-TKÜ in der Justiz einsetzen. Und dann wurden Zahlen genannt und 2-3 Wochen später kam raus, sie hatten die Befugnis verwechselt. Sie hatten die falschen Quellen-TKÜ-Befugnisse genannt. Was ist eigentlich Stichwort qualitativ mit dem Musterpolizeigesetz, das im Koalitionsvertrag verankert ist? Wäre es nicht total spannend, so eine Tabelle, wie Herr Poscher sie beschrieben hat, länderübergreifend zur Grundlage einer Auseinandersetzung zu machen, welches Bundesland hat die beste Regelung, die am häufigsten gewinnbringend eingesetzt wird, um dann ein Musterpolizeigesetz zu bekommen? Stichwort Verfassungsschutzgesetz, das hieß, glaube ich, am Anfang Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts, weil es ja sehr zersplittert ist, G10-Gesetz, Bundesverfassungsschutzgesetz, ja, blickt keiner mehr durch von den Praktikern. Und jetzt wissen wir gar nicht, wie oft die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung von anderen Behörden eingesetzt werden und wollen es aber trotzdem ins Verfassungsschutzgesetz schreiben. Naja, dann treffen wir uns eben in Karlsruhe wieder. Das ist eine frustrierende Tätigkeit für den Gesetzgeber. Und wir schlagen vor, uns einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Und wir schlagen das vor aus der Sicht der bürgerlichen Freiheiten. Jetzt kann man sagen, das wollen wir nicht, weil wir Angst haben, da kommt das Falsche raus. Aber wenn man das aus der Sicht der Sicherheitsgesetzgebung sieht, dann kann man doch nur zum gleichen Ergebnis kommen. Denn es könnte doch sein, dass in bestimmten Bereichen Lücken vorhanden sind, die der Gesetzgeber heute nicht den Sicherheitsbehörden zur Verfügung steht. Es ist doch für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, für die Staatsanwälte auch besser zu erkennen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Also ich habe nach der Anhörung einmal mehr überhaupt keinen Zweifel, dass wir sowas brauchen, ist egal, wie wir es nennen. Und ich will gerne Herrn Poscher und Herrn Schwarz, um mal vielleicht beide Fraktionen hier zu befragen, fragen, wie kriegen wir denn eine qualitative Verbesserung der Sicherheitsgesetzgebung in Deutschland hin? Wie kriegen wir eine qualitative Verbesserung der Sicherheitsgesetzgebung in Deutschland hin? Und welchen Mehrwert kann eine Befugnisgesamtschau dabei leisten? So, dann Frau Renner, nehme ich an. Ja, bevor ich noch mal eine Frage stelle, wollte ich jetzt doch mal auf den politischen Umarmungsversuch von Herrn Amthor eingehen, den ich zurückweisen muss. Also wenn ich mich gegen die Privatisierung von Kontrollaufgaben des Parlaments ausspreche, heißt das nicht, dass ich damit gleichzeitig sage, die Kontrolle, wie wir sie bisher haben, funktioniert. Also ganz im Gegenteil, auf das Problem, dass die Evaluationsdaten nicht geeignet sind, zum Beispiel Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. Darauf hat ja auch schon Herr Kollege von Notz hingewiesen. Aber auch was wir erleben müssen in diesem Haus, wenn wir parlamentarische Anfragen stellen zur Überwachungspraxis der Behörden. Also entweder ist der Aufwand zu hoch, den die Behörden leisten müssen, uns die Antworten zu beschaffen. Oder aber man sagt gar nichts, weil es ND-Bereiche tangiert. Oder man sagt, da ist zum Beispiel das Zollkriminalamt ganz vorne. Entschuldigung, zu sowas führen wir gar keine Statistik. Also es ist
tatsächlich hier ein ganz großes Problem, dass das Parlament für die Folgenabschätzung relevante Daten bräuchte, die es bisher nicht hat. Und wenn diese Diskussion heute dazu führt, dass es in Zukunft anders gehandhabt wird, dann bin ich sehr froh als eine der regelmäßigen Fragestellerinnen. So, und jetzt meine letzte Frage an Herrn Kelber. Sie machen sich ja auch für ein Moratorium bei der Sicherheitsgesetzgebung stark. Ich höre immer, wenn man so etwas in der politischen Arena diskutiert, dass es dann heißt, dann mache sich der Staat nicht mehr handlungsfähig. Und meine Frage an Sie ist, sind überhaupt solche Bedrohungsszenarien vorstellbar, auf denen die aktuelle Sicherheitsgesetzgebung, also die bestehenden Befugnisse, überhaupt nicht in der Lage wären zu antworten? Oder ist diese Sorge, die da gegebenenfalls oftmals formuliert wird, eher ein politisches Totschlagsargument? So, und danke. Vielen Dank. Und zum Schluss noch Herr von Notz. Frau Vorsitzende, da das ja die Bekenntnisrunde hier zu sein scheint, will ich auch noch mal was sagen. Also der Status quo, auch an den Kollegen Amthor, der Status quo ist politisch nicht schlecht. Also sozusagen zur Polemisierung und zur Politisierung von Diskussionen ist dieses Spiel, wie das läuft, also für uns funktioniert es, aber es ist halt für das Parlament sehr unbefriedigend. Und ich glaube, dass das Parlament auch tatsächlich leidet in seinem Ansehen, wenn man sich anguckt, wie viele Gesetze in den letzten Jahren verfassungswidrig waren. Und weil es der Kollege Grötsch angesprochen hat, der Trojaner und die Fußfessel, ja gut, die waren halt noch nicht vor Gericht. Wenn Sie sich angucken, dass diese Dinger nie genutzt werden, dann ist ja vollkommen offensichtlich, dass bei der Eingriffstiefe solcher Instrumente das Ding nicht verhältnismäßig ist. Vollkommen offensichtlich. Das ist Jura erstes Semester. Und deswegen ist es einfach abstrus. Und ich sage Ihnen, natürlich besteht die Gefahr, wenn Sie solche Eingriffsmöglichkeiten, solche Befugnisse schaffen, dass irgendwann jemand losreitet und Sie missbraucht, der Sie vorfindet. Ja, und nur weil sie heute nicht missbraucht werden und die Leute damit nicht eingebuchtet werden oder überwacht werden oder so, fragen Sie mal in anderen Ländern, wo es sozusagen spitz auf Knopf steht mit der Demokratie. Und deswegen kann ich nur sagen, das ist keine Methode. So mein Bekenntnis. Ich habe aber tatsächlich auch noch eine Frage an Herrn Kelber, nämlich die Frage, wie das eigentlich mit der Einführung von Methoden der künstlichen Intelligenz bei Sicherheitsbehörden ist oder ja eigentlich ein Thema, was uns ganz lange hier schon beschäftigt und was ja auch das Hauptthema des NSA-Untersuchungsausschusses und der ganzen Rechtsprechung SIGINT BND sind, nämlich ob die Orwellschen Überwachungstools sozusagen nicht erst in den letzten Jahren überhaupt technisch vorhanden sind und davor dieses ganze Kamera im Wald gedöns sozusagen technisch gar nicht umsetzbar war. Aber heute ist es das eben. Und ob man angesichts dieser digitalen Möglichkeiten nicht noch mal einen differenzierteren Blick auf diese Grundrechtseingriffe haben will. Ich nehme übrigens mit aus der Anhörung, dass vielleicht Freiheitsfolgenabschätzung ein noch besserer Begriff wäre. Ja, Freiheitsfolgenabschätzung. Das gefällt bestimmt auch Herrn Amthor. Insofern, das ist doch ein neuer Anknüpfungspunkt. So, dann kommen wir zur Antwortrunde. Herr Professor Kelber, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst wieder zu den Fragen der Frau Abgeordneten Kota. Also für mich sind bisher die Begrifflichkeiten der Freiheitsbestandsanalyse und Überwachungsgleichung Begrifflichkeiten Fragestellen. Etwas stärker vielleicht könnte man das, wenn man sich dem politisch-philosophisch nähert oder die Fragestellung von wo ausgehend man das sich dem Thema näher. Bei der Frage der Beratung für den Deutschen Bundestag ist natürlich der Ausgangspunkt der Beratung zunächst das gesetzgeberische Ziel und dann die Prüfung, ob das gesetzgeberische Ziel in bisherigen Formen erreicht wurde und was die Folgen davon sind. Eher die Überwachungsgesamtrechnung, aber kein großer Unterschied, auch keine Alternative.
ob es dann eine Bewertung, eine Wertung geben sollte durch eine solche Institution, würde in der Ausgestaltung durch Sie als Gesetzgeber dastehen. Ich bin ja nun oft selber als eine durch Sie geschaffene, mit in der Leitung gewählte, finanzierte, unabhängige Institution vor dieser Frage. Wir unterscheiden natürlich unterschiedliche Ebenen, rechtliche Ebenen, technische, gesellschaftliche. Und wo wir können, geben Einschätzungen ab, die sich dann aber eben zum Beispiel, ist dann so eine Einschätzung, Sie haben aus unserer Sicht das Doppeltürmodell nicht eingehalten, weil Sie in dem Spezialgesetz nicht geklärt haben, dass. Das sind also typische Geschichten, die wir mitgeben, aber im Rahmen der Sensibilisierung eben auch zu sagen, es ist gefährlich, wenn das dazu führt, dass Menschen, die an legalen Demonstrationen teilnehmen, befürchten müssen, dass sie, wie am Beispiel Hamburg, zunächst vorsorglich biometrisch erfasst werden. Ich habe gestern habe ich was anderes gemacht, am Freitag die Druckfahne des Tätigkeitsberichts durchgegangen und ich war nochmal, wie oft ich durchgeben musste, wo in diesen Warnungen durchaus auch vor Verfassungswidrigkeit in den letzten Jahren gesprochen wurde und das Ergebnis dann so war, viele offensichtlich solche Warnungen jetzt nach den letzten Gesetzgebungen im Sicherheitsbereich erneut offen sind. Herr Professor Kelber, wir hören Sie nicht mehr. Das Problem wurde. Können Sie vielleicht Ihr Verfassungsgericht Mikro angesprochen? Herr Professor Kelber, können Sie Ihr Mikro ausmachen? Ja. Weil wir hören es nur noch in Bruchstücken, dann können wir auch kein Protokoll schreiben. Entschuldigung, ich habe die Kamera gemeint. Das ist die zweite Anhörung. Natürlich die Kamera ausmachen und nicht das Mikro. Habe ich hiermit gemacht. Jetzt hatte ich schon große Befürchtungen, wie Sie mich ohne Mikro besser hören wollen. Der Punkt mit dem Moratorium. Also es sind natürlich Bedrohungsszenarien vorstellbar. Eine ganze Reihe, auch aus Gesprächen, die eine Reaktion des Gesetzgebers zur Folge haben müssten. Das würde durch ein Moratorium ja nicht aufgehalten. Was ein Moratorium macht, ist zu sagen, in den bestehenden Bedrohungsszenarien nicht mit neuer Gesetzgebung zu arbeiten, solange man die erweiterten Hauptkorb, was man eigentlich klären muss, zum Beispiel eben die Frage der Bestandsdatenauskunft, nicht nur dort, wo gerade aufgrund eines Urteils gearbeitet wurde, sondern für den Gesamtbereich abarbeiten würde. Das betrifft den Bereich Moratorium, aber in der Tat können Bedrohungsszenarien verschiedenster Form auch durch den Auftreten neuer Gruppen, durch Auftreten neuer Technologien eintreten, die ein Handeln notwendig machen. Zu den Fragen von Herrn Abgeordneten von Notz. Der Einsatz von KI ist etwas, was uns im Augenblick umtreibt. Vor kurzem gab es eine Anfrage der FDP-Fraktion zum Bundeskriminalamt, in dem das Bundeskriminalamt berichtet hat, dass es plant, auf bestimmten Daten den Einsatz von KI und Big Data Anwendungen zu machen. Wir fanden dieses Ergebnis auch sehr interessant, weil uns gegenüber diese Aussage bisher so nicht getroffen wurde. In der Fragestellung übrigens auf Daten eines neuen Informationsverbundes auch an der Stelle. Und da kommen wir dann direkt hin, was bedeutet das? Erstens datenschutzrechtlich neue Fragestellung. Was passiert mit Zweckbindung anderen Fragestellungen? Wie sehen die Kontrollmöglichkeiten solcher Systeme aus? Natürlich anders als normale Abfragen auf Datenbanken. Und zuletzt müssen Bürgerinnen und Bürger eigentlich befürchten, dass Daten, die erhoben wurden im Rahmen der bisherigen Eingriffsbefugnisse durch neue Auswertungsmöglichkeiten. Hier sieht man die Bedeutung technischer Entwicklung, in völlig neue Zusammenhänge genommen werden, die keineswegs offensichtlich sind. Ich darf Ihnen dafür zwei Beispiele nennen. Die unglaublich hohe Trefferzahl zunächst bei der Fluggastdatenüberwachung, der nach der händischen Auswertung relativ wenig Fälle treffen, aber vorher auch schon Maßnahmen erfolgt sein können. Wenn das auch auf andere Daten, gerade wenn solche Informationsverbünde dann Tatverdächtige, Zeugen, mögliche Kontaktpersonen, alles übergreifend verarbeitet werden, hat das überall gehört, solche Gesamtrechnung genauso wie die eigentliche Gesetzgebung und die Behördenpraxis hinein.
Jetzt schließe ich das Mikro. Ja, ja. Dankeschön, Herr Professor Kälber. Herr Professor Löffelmann, bitte. Vielen Dank, Herr Grütsch. Sie haben gefragt, ob selten angewandte Befugnisse nicht aus einer Gesamtrechnung herausgelassen werden müssten, weil sie das Bild verzehren könnten. Ich würde sagen, nein, gerade die selten angewandten Befugnisse müssten auftauchen, um das Bild zu korrigieren. Aber wir müssen sie versuchen, multifaktoriell zu gewichten. Ich nenne ein einfaches Beispiel. In normativer Hinsicht nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist eine Wohnraumüberwachung das schwerere Eingriffsinstrument gegenüber einer Telekommunikationsüberwachung. Was nun, wenn die Wohnraumüberwachung eine Person betrifft, eine Woche dauert, die Telekommunikationsüberwachung aber 3 Monate dauert und eine Vielzahl von Daten, Inhaltsdaten erfasst werden? Welche Maßnahme wiegt jetzt schwerer? Wenn mehrere Gewichtungsfaktoren zusammenkommen, tun wir uns intuitiv sehr schwer, das gegeneinander abzuwägen. Und deshalb denke ich, dass eine methodische Herangehensweise an so eine Gewichtung einen großen Mehrwert darstellen könnte. Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts lassen sich zahlreiche Indikatoren für die Gewichtung einer Eingriffsintensität einer Maßnahme extrahieren. Also die Dauer der Maßnahme, die Streubreite, das Betroffensein von Berufsgeheimnisträgern, von sonstigen Dritten, die Art der Datenweiterverwendung und daran knüpfende Konsequenzen, um nur einige zu nennen. Je genauer man diese Indikatoren erfasst, desto genauer wird das Bild von der Maßnahme, vom tatsächlichen Gewicht dieser Maßnahme. Ich würde mir dadurch eine Erleichterung der gesetzgeberischen Abwägungsarbeit versprechen und vor allem eine Versachlichung der Debatte. Denken Sie zurück, 1998, eine Justizministerin tritt unter Tränen zurück, weil der große Lauschangriff möglich gemacht wurde. Was für ein gesellschaftlicher Schaden, was für ein Vertrauensverlust der Gesellschaft in die Sicherheitsbehörden. Und was ist der Gewinn auf der anderen Seite? Jedes Jahr eine Handvoll Maßnahmen im Bereich der Strafverfolgung, wo man sich unsicher ist, ob die Ergebnisse nicht auch auf anderem Wege hätten genauso gut erzielt werden können. Das sind doch die Fragen, die man sich erst stellen kann, wenn man über eine entsprechende Datenbasis verfügt. Jetzt haben wir noch ein methodisches Problem, nämlich das Fehlen einer Basisrate, wenn man alle diese Maßnahmen zusammennimmt und eine Entwicklung betrachten will. Dazu könnte man als Basisrate die erstmalige Erhebung nehmen und dann fortschreiten, beobachten, wie sich das weiterentwickelt, oder vielleicht eine andere Idee, die Gesetzesfolgenabschätzung, die der Gesetzgeber vornehmen muss. Mit anderen Worten, Sie müssten sich überlegen, wenn Sie eine neue Befugnis schaffen, wie oft wird die eigentlich angewandt? Wovon gehen wir aus? So, dann hätte man eine Basisrate und dann könnte man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, Herr Professor Möstl, bitte. Vielen Dank. Ich bin zweimal gefragt worden, ob nicht eine bessere Analyse der gegenwärtigen Überwachungspraxis doch was bringen könnte, so von Ihnen, Frau Vorsitzende, und von Herrn Amthor dann mit etwas anderem Zungenschlag, ob man nicht eigentlich schon genügend vorhanden sein müsste an Wissen, um diese Fragen beantworten zu können. Das ist natürlich für mich nicht ganz leicht zu beantworten, weil es ein bisschen die Kompetenz des Verfassungsjuristen überschreitet, ja, zu wissen, was schon an Informationen vorhanden ist, sozusagen, um die Politik in den Stand zu versetzen, vernünftig zu entscheiden. Ich würde mal so sagen, natürlich eine bessere Analyse, das, was Herr Poscher etwa hier vorhat, natürlich kann das was bringen, das habe ich ja vorhin auch gesagt, das möchte ich nicht bestreiten. Ob es unbedingt notwendig ist, etwas aufzusetzen unter diesem großen Titel Überwachungsgesamtrechnung, da habe ich eher meine Zweifel.
vor allem, weil in der Tat schon eine Menge Berichtspflichten existiert und weil vor allem, und das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn es um das Vertrauen der Bevölkerung geht, die Sicherheitsbehörden selber natürlich auch wissen, wie ihre Überwachungspraxis ist. Und was das Vertrauen anbelangt, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass die Sicherheitsbehörden selber auch ihre Erfolge und inwiefern sie eben diese Maßnahmen wirklich brauchen, darstellen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Dafür braucht man aber, glaube ich, nicht unbedingt ein Instrument der Überwachungsgesamtrechnung. Was dann auch noch angesprochen worden ist, ist die Frage des Zustands der Gesetzgebung. Brauchen wir nicht die Überwachungsgesamtrechnung, um quasi einen Ausweg zu finden aus dieser verworrenen, unübersichtlichen Gesetzgebung, die wir momentan haben? Und da ist das Problem, glaube ich, dass dieser Zustand, den wir momentan haben, entstanden ist durch ein etwas unglückliches Hin und Her zwischen Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber. Und in dem Hin und Her hat aber auch das Bundesverfassungsgericht keine ganz glückliche Rolle gespielt, weil es sich eben so sehr hineinstrudeln hat lassen in Details der Ausgestaltung der Gesetze. Und das hat dazu geführt, dass es eben sehr komplex geworden ist, überhaupt noch ein verfassungskonformes Gesetz vorzulegen, das Überwachungsbefugnisse betrifft. Nur dieses Dilemma, in dem wir sind und aus dem man sich in der Tat manchmal einen Ausweg wünschen würde, ist entstanden durch Befassung des Bundesverfassungsgerichts mit Einzelbefugnissen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Überwachungsgesamtrechnung ein Ausweg aus diesem speziellen Problem ist. Also so gesehen, es kann was bringen, klar, aber ich würde auch die Erwartungen nicht zu hoch setzen. So, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Müstl. Wir kommen jetzt zu Herrn Professor Puscher. Ja, ich wurde gefragt, welche qualitative Verbesserung sich vielleicht mit so einer Überwachungsgesamtrechnung oder seinem Überwachungsbarometer verbinden könnte und ob es nicht vielmehr auch eine Befugnisgesamtschau bräuchte. Und was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass wenn wir ein solches quantitatives Instrument entwickeln wollen, der erste Schritt auch erstmal eine sehr genaue Analyse der Befugnisstruktur ist hinsichtlich einzelner Datenbestände, die mittlerweile ja ubiquitär anwachsen bei privaten, in öffentlichen Händen. Und dass man, so wie wir das jetzt in diesem einen Schaubild mal versucht haben, für diese Finanzdaten zu tun, damit man mal sieht, wer hat denn eigentlich wie Zugriff auf Daten. Insofern gehört diese genaue Befugnisgesamtschau für einzelne Datenbestände ganz integral zu einem solchen Modell dazu und gibt praktisch eine neue Perspektive auf diese Befugnisse, die sonst immer relativ abstrakt betrachtet werden, ohne dass richtig klar ist, was die denn eigentlich in der Praxis bedeuten. Und so sind eben Zugriffe auf die Finanzdaten eben nicht nur nach spezifischen dafür vorgesehenen und entwickelten Ermächtigungsgrundlagen möglich, sondern auch nach allgemeineren, die sehr breit gefächert sind, generalklauselartigen Charakter haben, wo man dann eben, wenn es jetzt um die Verbesserung der Sicherheitsgesetzgebung geht, auch aus den Zahlen Dinge wird, ja, oder Anhaltspunkte für Fragen und qualitative Untersuchungen dann erhalten können. Also etwa, sind die Befugnisse geeignet? Sind sie erforderlich? Warum werden bestimmte Befugnisse so wenig genutzt? Die Frage kam ja schon. Und warum werden sie in anderen Ländern mehr genutzt? Ist es eine bessere gesetzliche Regelung? Ist es eine andere polizeiliche Praxis, ein anderer sozusagen Ermittlungsansatz, der dahinter steckt? Oder sind es vielleicht die gesetzlichen Grundlagen, die entweder in problematischer Weise es Behörden zu leicht machen oder umgekehrt in problematischer Weise die Arbeit der Behörden so erschweren, dass sie bestimmte Instrumente gar nicht mehr einsetzen können? Und andere Länder haben da bessere Lösungen für. Und ebenso müsste man eben schauen, wenn solche Zugriffe in großer Zahl über Generalklauseln erfolgen und das so sensible Daten sind wie diese Finanzdaten etwa, dass man dann auch darüber nachdenken muss, ob das nicht spezifischer geregelt werden muss und nicht einfach auf Generalklauseln gestützt werden kann, wenn die Zahlen exponentiell ansteigen, wie das bei den Finanzdaten der Fall zu sein scheint. Also das lassen sich eine Fülle von sozusagen Hinweisen darauf geben, denen dann natürlich im Einzelnen qualitativ wieder nachzugehen ist. Allein aus den Zahlen wird man dann nichts ableiten können, aber die Zahlen können dazu beitragen, die richtigen Fragen zu stellen, auch als Gesetzgeber und aber auch sozusagen auf einer, vor dem Hintergrund einer verfassungsrechtlichen Perspektive. So, vielen Dank. Und den Schluss in der Antwortrunde macht Herr Professor Schwarz. Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren,
Auch mir sind noch mal einige Fragen gestellt worden. Also zunächst die Frage nach vertrauensstiftenden Maßnahmen, ob eine solche Gesamtbetrachtung dazu beitragen könnte. Ich möchte doch zunächst einmal noch in Erinnerung rufen, wir haben letzten Endes bereits ein, ich will es mal Mehrebenensystem nennen, von vertrauensbildenden Maßnahmen. Das sind zum einen in den jeweiligen Sicherheitsgesetzen angeordnete Benachrichtigungspflichten gegenüber den Betroffenen, soweit nicht beispielsweise der Zweck der Maßnahme einer entsprechenden Benachrichtigung entgegensteht. Wir haben entsprechende Berichtspflichten, die fachgesetzlich angeordnet sind, die auch eine Information der Öffentlichkeit, auch eine mögliche Nutzung zu wissenschaftlichen Zwecken, aber auch vor allem, und darum geht es heute ja hier in Sonderheit, eine entsprechende Benachrichtigung gegenüber dem Parlament begründen können. Das heißt, es gibt ein entsprechendes Instrumentarium. Und darüber hinausgehend, und Herr Amthor hatte darauf hingewiesen, haben wir natürlich auch noch das gesamte staatsrechtliche Spektrum parlamentarischer Informationsrechte, von denen sowohl der einzelne Abgeordnete als auch Mehrheiten von Abgeordneten entsprechend Gebrauch machen können. Auch das steht dem Bundestag, ich sag mal, in toto, aber auch für den jeweiligen einzelnen Abgeordneten zur Verfügung. Das heißt, was sie machen können, und ich würde sagen, das ist letzten Endes Ausdruck eines gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums, sie können eine weitere Ebene hineinziehen und können sagen, wir machen jetzt auch noch eine Gesamtbetrachtung von staatlichen Überwachungsmaßnahmen. Ob das einen Mehrwert und vor allem auch einen Erkenntnismehrwert bringt gegenüber den bereits jetzt bestehenden Maßnahmen, das vermag ich nicht abschließend zu beurteilen. Ich will nur darauf hinweisen, also eine verfassungsrechtliche Pflicht diesbezüglich, die besteht sicherlich nicht. Der zweite Punkt. Herr Kuhle hatte darauf hingewiesen oder auch mir die Frage ja direkt gestellt, wie gelingt bessere Gesetzgebung? Also zum einen glaube ich, sie gelingt sicherlich durch etwas, was nicht einfach ist, durch Komplexitätsreduktionen. Aber da muss man eben auch sehen, dass das ein Schritt ist, der durch Karlsruhe gegenwärtig nicht unbedingt einfacher gemacht wird. Denn es ist eben genau die Tendenz zu beobachten und Herr Möstl hat ja auch noch einmal darauf hingewiesen, dass die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts immer kleinteiliger werden, sodass man sich schon fragen kann, wie viel gesetzgeberischer Gestaltungsspielraum bleibt Ihnen eigentlich noch in Ansehung entsprechender judikativer Vorgaben. Ein letzter Punkt, es ist ja auch die Aufgabe der Sachverständigen, das Parlament bei der entsprechenden Tätigkeit hier beratend zu unterstützen. Es ist ja vorhin die Frage aufgeworfen worden, Herr von Notz hatte das auch nochmal ausgesprochen, dass es ja auch eine Vielzahl von weiteren Maßnahmen gäbe, zu denen bisher jedenfalls noch keine Judikatur vorliege. Also sowohl mit Blick auf den Staatstrojaner, da allerdings die Entscheidung zur Online-Durchsuchung aus dem Jahr 2008, aber auch jüngst ein Beschluss vom Dezember 2020 zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung beziehungsweise, wenn Sie es einfacher formulieren wollen, zur elektronischen Fußfessel. Und da hat das Gericht eigentlich sehr deutlich eine sehr klare Abwägung vorgenommen zwischen dem erheblichen Grundrechtseingriff, den das Gericht durchaus erkannt hat, aber eben auf der anderen Seite auch gesagt hat, dass die entsprechenden damit verfolgten Zwecke das auch durchaus rechtfertigen können. Das heißt, gerade diese letzte Entscheidung macht vielleicht doch deutlich, dass es eben nicht nur um eine Gesamtbetrachtung geht, sondern dass es letzten Endes immer die einzelne Maßnahme ist, die entsprechend auch zu berücksichtigen ist und dann auch entsprechend verfassungsrechtlich zu bewerten ist. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen allen auch für die Beantwortung der Fragen. Wir sind pünktlich fertig, kurz vor drei. Ich darf mich bei allen ganz herzlich bedanken und wünsche eine gute restliche Woche noch. Schließe damit die Sitzung.